Grauenhafter Ort. Ich weiß. Nein, schauen Sie nicht in die Neonröhre. Schauen Sie zu mir. Mein Name ist von Zilk. Ich bin Delegierter des Lenkungsausschusses. Der Mann zu meiner Rechten ist Rolf. Lassen Sie sich durch seine Erscheinung nicht einschüchtern. Ja, was soll denn das denn? Grauenhaft, ich weiß. Aber hier können wir uns ungestört unterhalten. Okay, Jungs, ich habe meinen Job gemacht. Ich will jetzt nach Hause, klar? Okay, ein frommer Wunsch, nicht wahr, Rolf? Auch wir möchten nach Hause. Nach getaner Arbeit soll jeder nach Hause dürfen. Das ist gerecht. Und protestantisch. Ich bin Katholik. Kleiner Scherz. Leider verzögert sich unsere Arbeit. Ja, ja. Wir suchen auch immer den USB-Stick mit den Aufnahmen. Nebenbei würden wir auch gerne erfahren, wer dahinter steckt. Also, Bräuning, lassen Sie uns anfangen. Haben Sie nicht zugehört? Das muss hier ein Missverständnis sein. Ich falsch an. Gut, dann ist es halt wie du machst. Nein, Bräuning, so wird das nichts. Können Sie sich mal wenigstens meine Handfessel lockern? Was ist denn das hier? Rolf? Weißt du, wenn es Amt ist? Hey, komm, wir pfingst. Finger, auf, Finger weg, Mann. Nein, mein Glas. Nicht los, Mann. Lass mich los, hier, Gorilla hier. Lass mich. Finger weg hier vom. Mann, ey. So. Mann, ey, nein, lassen Sie mich los, Mann. Ihnen ist doch klar, dass ich Besseres zu tun hätte, als mich mit Ihnen hier rumzuschlagen. Sie, jetzt, in dieser Sekunde, alle vergnügen sich meine Freunde im Salon Royal. Zu Osterbeek von Daniel Götsch. Regie Christoph Kalkowski. Hab's gleich geahnt. Kann nicht sein. Unmöglich. Du knackst den Jackpot nie. Ja, vor 4 Wochen kriege ich dann diesen Anruf. Häng grad mit Watchdogs im Studio. Ich weiß genau, was es braucht. Die Jungs, die haben zwar schon 5 Joints im Kopf, aber die verstehen mich. Okay, genau diesen Effekt hier, genau diesen Hall, genau dieses präzise Chaos. Dann plötzlich der Anruf, mein Chef. Ich soll für Benny einspringen? Der ist auf die Bahamas abgehauen? Das glaube ich nicht. Benny ist nicht so. Aber irgendwann hat der Chef dann den Tagessatz genannt. 1500 mal 3 macht 4500. Mann, das ist doch der Jackpot, habe ich gedacht. Aber dann ein komisches Gefühl, als ich zu dieser Rätinger muss. Jetzt sagen Sie mir ganz spontan, was Sie auf diesem Bild sehen. Auf diesem hier? Mhm. Zwei Tintenkleckse. Oh bitte, Herr Bräuning, jetzt lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Okay, dann sehe ich eine Art Fledermaus. Mhm. Und hier? Hier sehe ich einen Schmetterling. Oder, nee, warten Sie mal, eine Art... Verzeihen Sie, aber wenn Sie aufrecht im Stuhl sitzen würden, sehen Sie gleich viel vertrauenswürdiger aus, hm? Mhm. Ja, dann bleibe ich aber beim Schmetterling. Und was sehen Sie auf diesem Bild? Oh, ein Apfelbaum, nur verkehrt rum, also auf dem Kopf. So geht das den ganzen Nachmittag, ein Klecks nach dem anderen, echt. Kinderkram, denke ich. Und halt an die 4500, denke ich. Dann holt die Tante ein Gerät mit 2 verkabelten Metallstäben. Jetzt will ich die Dinger halten. Sie stellt mir Fragen. Ja, die Scheidung meiner Eltern, eine Knieoperation mit 18, ausstehende Mieten fürs Studio, ein paar Strafzettel halt auch noch. Mann, sie kennt sich in meiner Biografie besser aus als ich. Thank you.
Schon verlassen uns die ersten Gäste. Sehen Sie die beiden roten Punkte, die im Wäldchen verschwinden? Das ist der Maybach von Lord Carrington. Ein bemerkenswerter Mann. Er schweigt und altert in Würde. Wenn Sie gestatten, Frau Rätinger, würde ich gerne etwas mit Ihnen besprechen. Ach, und Wallenbergs Hubschrauber ist auch schon gestartet vor einer halben Stunde. Ein tüchtiger, gescheiter Mensch. Aber warum trägt er immer italienische Anzüge? Ach, und auch Henry wird in Kürze seine Suite räumen. Es ist eine Schande. Die Herrschaften verlassen uns, wenn es am schönsten ist. Wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet und man meinen möchte, die Welt enthalte doch noch einige Geheimnisse. Verschwörung würde ich es nennen. Manchmal, Herr von Zilk, reden Sie wie ein Teppichhändler. Wollen wir nicht lieber in den Speisesaal gehen? Oh, sehen Sie mal dort in der Wiese. Sind das unsere Leute vom Sicherheitsdienst? Murmeltiere. Im Gegensatz zu den Murmeltieren haben wir keine natürlichen Feinde. Aber bitte, Herr von Zilk, bedienen Sie sich. Eudelise Chinois. Ein Geschenk von Henry. Das ist mir zu süß. Ich würde es vorziehen, hineinzugehen. Dieser Ingwerschaum zwischen den Biskuits? Köstlich. Es war trotz allem ein gutes Jahr, nicht wahr? Eigentlich war es wie immer. Wie damals in Helsingør 1969, in Saltjö Baden 1973, in Tilsbuchen 1988, in Stresa, in Ottawa. Mit Verlaub, Frau Rätinger, es war nicht wie immer. Und jedes Jahr schenkt mir Henry eine Schachtel Delice Chinois. Es gab schon im Vorfeld Bedenken. Erstens wussten wir, dass Hirschfeld wieder Ärger machen würde. Seine Reden wären von Jahr zu Jahr schlimmer. Zweitens haben wir geahnt, dass der junge Miles eine Zielscheibe abgeben könnte. Seine Pläne gelten in manchen Kreisen als staatsgefährdend. Und drittens... Möchten Sie wirklich keine Delice Chinois? Drittens wurde ein neuer Tontechniker aufgeboten. Was wollen Sie damit sagen? Bitte, lassen Sie uns hineingehen. Was den Tontechniker betrifft, haben wir uns nichts vorzuwerfen. Wir haben ihn wie jeden Angestellten auf Herz und Nieren geprüft. Bräuning ist ein Lamm. Manche Lämmer trauen sich bei schönem Wetter in die Nähe der Löwen. Seit wann führen Sie orientalische Weisheiten im Mund? Das ist von Ihrem Henry, Saltjö Baden 1973, wenn ich mich nicht täusche. Ach ja, die Löwen. Die Löwen sind müde geworden, hat mein Herr Vater immer gesagt. Die Löwen haben sich in ihre Höhlen zurückgezogen. Sie bestaunen ihre Jagdtrophäen und zählen ihr Geld. Oh, wäre ich nur dabei geblieben. Nie wieder Osterbeck, nie wieder. Ein Schwindelgefühl, als ich vor dem Fünf-Sterne-Hotel stehe. Eine Märchenburg mit Türmen und Erkern, mitten in den Alpen. Frau Kostic! Oh Gott, der feine Pinkel vom Lenkungsausschuss. Und sein Gorilla ausgerechnet jetzt. Aber die haben nichts in der Hand. Schönen guten Tag, Frau Kostic. Was wollen Sie? Sie sehen doch, ich packe. Ja, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Das Symposium ist vorbei. Alle fahren nach Hause. Alle bis auf Hirschfeld. Was ist mit Ihnen? Schönes Zimmer haben Sie, Frau Kostic. Ein Himmelbett, ein Schminktisch und in dem Eiskübel war wohl eine Champagnerflasche. Ich will wissen, was mit Hirschfeld ist. Oh, Sie haben sogar einen Balkon. Was für ein fantastischer Ausblick. Die Alpen in ihrer ganzen Wuchtigkeit. Und dazu noch Abendsonne. Wie kommen Sie als kleine Angestellte in den Genuss eines solchen Privilegs? Frau Rettinger hat die Zimmerzuteilung vorgenommen, so viel ich weiß. Ich weiß nicht, wie viel Sie wissen, Frau Kosic. Ich weiß nur, dass Sie mehr wissen, als Sie zu wissen vorgeben. Und dass Sie nicht wissen, wie viel ich über Sie weiß. Ihre Eltern zum Beispiel, die führen ein schäbiges Rentnerdasein in einem Kaff auf dem Balkan. Sagen Sie mir endlich, was mit Hirschfeld ist! Sie hatten Glück, Frau Kosic. Sie sind als Elfjährige dem Balkan entkommen. Sie haben sich schön hochgestrampelt. Sie sind inzwischen eine erfolgreiche Übersetzerin, wie ich Ihre Akte entnehme. Schon seit 4 Jahren in unseren Diensten, stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. In höchstem Maße kompetent und zuverlässig. Ihre Umgangsformen äußerst angenehm. Vor solchen Leuten wie Ihnen hat mich Hirschfeld immer gewarnt. Rolfi. Hey,
Sie tun mir weh. Wir helfen Ihnen nur, Ihre äußerst angenehme Umgangsform wiederzufinden. Können wir fortfahren? Schön. Gut. Es geht um Bräuning. Aha. Der Tonmensch. Ja, ich habe schon befürchtet, Sie würden sagen, Sie kennen ihn nicht. Wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. Was mache ich hier? Und alles nur die Idee von Benny. Also, rein in die Glitzerwelt. Vorbei an den Metalldetektoren, am Empfang das übliche Gedränge. Plötzlich ein Kerl im Parka. Rempelt sich durch die Herrschaften und hält seinen Ausweis hoch. Er ist vom Ton. Eine Fehlbesetzung, denke ich. Zwei Wachbullen packen ihn, er wehrt sich und sie fackeln nicht lange. Willkommen im Club. Ist ja wohl das Letzte hier, ist ja eine Frechheit. Geht man so mit einem Tonmeister um? Ja, ein Taschentuch. Du blutest an der Lippe. Ah ja? Mann. Ich könnte jetzt friedlich im Studio sitzen, weißt du, und das Album des Jahres aufnehmen. So ein hochpräzises Chaos. So wilde Harmonien, die aber garantiert jeden zu Tränen rühren. Jeden. Was hält dich denn davon ab? 4.500 Euro. Ja, dann bist du hier am richtigen Ort. Im Herzen der Plutokratie. Ja, du kennst dich hier aus, was? Muss jetzt mal zum Soundcheck. Sag mal, wanderst du gerne? Ehrlich gesagt. Ja, super, gut. Dann morgen früh um 5. Wir treffen uns hier. Und dann wandern wir hinauf zum Gipfel. Dort liegt ewiger Schnee. Ewiger Schnee, ewiger Schnee. Was meint er damit? Ja, also, nö, also, kann mich nicht beklagen. Also, im Fernsehen haben die da mit 120 Sendern. Wegdienst, Bügelservice, Fußmassage rund um die Uhr, also nö, ist okay. Ja gut, die Arbeit ist nicht gerade berauschend, aber solange ich meine Nische habe mit dem Pult. Ja, der erste Redner, das war so ein NATO-Heini mit Schweinchengesicht. Ich stecke ihm das Mikro ans Revers, er lächelt durch mich hindurch. Ja, es wird Probleme geben, das weiß ich sofort. Der NATO-Heini besitzt so eine Fistelstimme und wegen seines Doppelkinns kommt er auch gar nicht näher ans Mikro ran. Meine sehr verehrten Damen, verehrte Exzellenzen, meine verehrte Madame Redinger, mein lieber Freund Henry. Ich möchte aufgrund des Zeitmangels und wir alle haben großen Hunger, meinen Rechenschaftsbericht verkürzen. Zu den wichtigsten Details komme ich in unseren Arbeitsgruppen morgen. Heute Abend kann ich Ihnen aber erfreulicherweise die gute Nachricht überbringen, dass die Operation Fegefeuer gut angelaufen ist. Dies war nur möglich durch die freundliche Unterstützung von Herrn Kissinger, der uns die gesamten Unterlagen der Operation Allende zur Verfügung gestellt hat. Danke, Henry. Natürlich auch großen Dank an die Damen und Herren Pressevertreter. Die Phase 1 ist hervorragend angelaufen. Die allgemeine Öffentlichkeit ist vorbereitet auf Fegefeuer und wir rechnen mit wenigen Protesten. In Stufe 2, in etwa 10 Monaten, werden die Oppositionskräfte in den Regionen gefestigt, werden wir die Oppositionskräfte in den Regionen gefestigt haben. Für diese Phase ist die Finanzierung noch nicht geklärt. Stufe 3. Und da existiert wohl allgemeines Einvernehmen, ist die hoffentlich gewaltlose Absetzung von Indio. Wie geht dieses berühmte Zitat? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. In der Glaszelle sitzen ein Glatzkopf, ja, wieso hat denn der ein Handy? Und eine Frau.
Eine Kato-Stimme? Unmöglich. Auf 14 Millionen kommt gerade mal eine Kato-Stimme. Svenja. Wie soll ich denn erklären, dass ich der Einzige vom Personal bin, der dir ein Handy benutzen darf? Ja, was soll ich denn denen erzählen? Ich dolmetsche. Der erste Tag wie immer, wie auf jedem Symposium. Ich sitze mit Vatek in der Kabine, habe ihn seit Ottawa nicht mehr gesehen. Noch immer sein Grinsen, die abgekauten Fingernägel, das Gezappel mit dem Knie. Wir gehen die Reihenfolge der Redner durch, die üblichen Verdächtigen und wie üblich pickt er sich die Rosinen raus. Du machst den Hirschfeld und den jungen Miles mach ich. Was steht das in der Bibel? Und werd jetzt nicht kompliziert. Der junge Schnösel ist zum ersten Mal hier. Großvater Wirtschaftsnobelpreisträger, Vater Hedgefondsgründer. Okay. Ich sage dir, dieser Typ, der wird hier was Aberwitziges verzapfen. Ach so, du opferst dich sozusagen für mich, ja? Svenja, also bitte, wo hast denn du jetzt hier warum verbeißt du dich denn so in diesem Schnösel? Ich will doch nur sicher sein, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ja. Anfangs habe ich mich ganz genauso benommen. Hab auch geglaubt, ich könnte einfach in den Salon Royal reinspazieren. Habe auch was auf die Nase bekommen. Ein Trank auf Wein ist das. Wem sagst du das? Muss das sein? Können Sie auch woanders hinsetzen. Ach komm, ich gehöre seit 1998 dazu. War ein echter Schock, als ich zum ersten Mal den leibhaftigen Kissinger gesehen habe. Später noch die Thatcher, Genscher, Andreotti und Giscard d'Estaing. Wen? Giscard d'Estaing. Das sind alles Leute, von denen man immer denkt, die wären längst tot. Nee, die leben. Und zwar besser als du und ich. Und sollen wir leben, das ist mir wurscht. 1998, mein erstes Mal. Ja. Mein erstes Mal hier, das war ein ganz besonderes Jahr. Damals musste sich ein junger britischer Abgeordneter auf dem Symposium bewähren. Hat die Hosen runtergelassen und viel Beifall geerntet. Ein Jahr später wurde dieser Tony Blair Premierminister. Ja? Ja? Was willst du jetzt eigentlich mit deinen Aufnahmen anstellen? Willst du nun dieses Video haben oder nicht? Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Another problem, which ein anderes Problem, das eine rasche und einfache Lösung erfordert, ist die Geburtenkontrolle. Fraglos stellt das Bevölkerungswachstum ein größeres Problem dar für den Wohlstand der Menschen als erwartet. Wir müssen Lösungen generieren, wie wir sie damals in den 80ern in Afrika gefunden haben. Wir riskieren, dass über den ganzen Erdball eine Frustration, eine Verbitterung, eine panische Wut sich ausbreitet, explosiver noch als das Bevölkerungswachstum selbst. Deswegen sind Lösungen im Bereich der Viren- und Bakterienforschung gefragt. Wir wissen, dass wir unsere eigenen Reserven an Bodenschätzen, die unsere Industrie benötigt, rasch plündern. Und wir wissen auch, dass wenn andere Staaten aufgrund der Bevölkerungsentwicklung nicht imstande sind, uns etwas zu verkaufen, wir ihnen auch nichts verkaufen können. Deswegen brauchen wir eine gereinigte und gesunde Kollektivmasse, die wir den Märkten zur Verfügung stellen können.
In den vergangenen Jahren gab es in mehreren Regionen der Welt einen Trend hin zu mehr Marktwirtschaft. Das hat die Bedeutung des Staats hat es geschmälert. Wir sitzen nun am Steuer der globalen Weltwirtschaft. Wir bestimmen die Politik der Staatsregierung. Das kann doch nicht wahr sein. Ist nur Mist. Man müsste diesen ganzen Zirkus einfach in die Luft jagen. Scheiße. Man müsste den ganzen Zirkus in die Luft jagen. Das hat er gesagt. Wortwörtlich. Nun könnte man sagen, Wattek ist ein Zyniker, ja? Und Zyniker bellen, also beißen sie nicht. Aber ehrlich gesagt, ich würde ihm alles zutrauen. Wenn sie einen Verschwörer suchen, dann würde ich mich an Wattek wenden. Na endlich. Na, Benny? Deine Tarnung für dich habe ich mir gut ausgedacht. Ne? Du kannst mit deiner Chipkarte, wohin du willst, das war nicht einfach. Und dann hier, bei der Elite der Welt, hast du das Geld. Komm, du brauchst nicht flüstern. Und den blöden Hut, den kannst du absetzen. Die haben hier keine Kameras. Was habt ihr mit Hirschfeld vor? Und wer steckt da noch dahinter? Ja, ich weiß. Du hältst dich für einen Partisan. Aber ich kann dir helfen. Vertrau mir. Ich könnte dir Bildmaterial besorgen. Da schnallst du ab. Das kostet natürlich ordentlich extra. Musikzimmer ist mir ans Herz gewachsen. Hier habe ich mich mit Henry getroffen. Wir haben Holunderblütenlikör getrunken. Wir haben uns über die Zukunft unterhalten. Vor allem die Zukunft des Osterbeck-Symposiums. Ja, Henry saß übrigens in dem Plüschsessel, in dem Sie jetzt sitzen, Herr von Zilk. Man hat mir gesagt, Sie wollten mich sprechen? Ja, Ihre Familie strotzte einst vor Ansehen und Reichtum. Nicht wahr? Sie musste dann eine Reihe von Enteignungen über sich ergehen lassen. Heute besitzen die von Zilks noch einige Wälder in Österreich und eine Kaffeeplantage in Brasilien. Sind die Kontakte nach Argentinien immer noch so gut? Sie selbst haben Forstwirtschaft studiert, wie ich aus Ihrer Akte weiß. Sie mussten trotz Ihrer Herkunft die Ärmel hochkrempeln. Das ist hart. Nicht wahr? Ich verstehe nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie sich nach den guten alten Zeiten sehnten. Ja, wir leben im 21. Jahrhundert. Das lässt sich nun mal nicht ändern. Worüber genau wollten Sie mit mir reden? Darüber. Über die Sehnsucht nach alten Zeiten. Über einen reibungslosen Ablauf der Dinge. Das ist es, was sich Henry vom Osterbeck-Symposium wünscht. Wo stehen Sie mit Ihren Ermittlungen? Nun, wenn unser Informant recht hätte, falls also Bräuning tatsächlich Aufnahmen gemacht, diese auf einen USB-Stick kopiert hätte und er versuchen würde... Ersparen Sie mir Ihre Konjunktivsätze. Gut, dann will ich mal Klartext. Das Unerfreuliche zuerst... Unsere Spezialisten haben Bräunings Zimmer auf den Kopf gestellt, Tapeten runtergerissen, Matratze aufgeschnitten, jeden Quadratzentimeter mit Detektoren untersucht. Der USB-Stick wurde nicht gefunden. Und das Erfreuliche? Unsere Spezialisten haben die relevanten Videodateien herausgesucht. Wir könnten mit der Sichtung beginnen. Hi Phil Bräuning. Ich weiß, dass du alles mitschneidest. Nein, nein, das darf nicht sein. Aber ich hab da was für dich. Hier, schau dir das mal an. Das ist ein Kracher, oder? Hä? Das interessiert dich gar nicht? Nur wegen der schönen Stimme? Na, dann lass dich mal nicht erwischen. Rolf? Rolf, klick das Ding an!
Endlich. Dieser Ausschnitt ist von Freitag 21.39 Uhr. Hotelflur, dritter Stock, Westflügel. Du, ich hab dich heute gehört. Hm, der Tommensch. Ja, genial. Also ich meine deine Stimme. Ah, richtig, du bist ja auch so einer. Du hörst nur auf den Klang, ne? Kriegst wohl gar nicht mit, was die Herren da so verkünden. We don't handle reality, we build reality. Das war dieses amerikanische Fossil mit dem rauen Bass. Du, an deiner Stelle würde ich hier leiser sprechen. Komm, du, er lebt doch in den 80ern. Der glaubt, der kann uns weismachen, dass ein Stück Brot gar kein Stück Brot ist, sondern eine Salatgurke. Psst, Mann, die hören mit. Okay. Aber beschränken wir uns halt eben auf das hier. Was? Ich verstehe nicht. Irgendwo hingehen? Ja, vielleicht so ein bisschen. Die haben hier überall Kameras. Was, du meinst, die können jetzt sehen? Hör auf, du hast kalte Hände. Ja, die werden gleich warm, komm. Lass uns morgen wandern gehen. Wir treffen uns um 5 in der Halle, aber nicht in diesen Stöckelschuhen. Warte. Was warte. Denn? Mach das nochmal. Kommt das von vorhin? Ja, das. Was ist hier los? Also das ist aber nicht ganz jungfrei, was ihr macht. Hast du schon das Neueste gehört? Warte, kau ab. Ey, sag mal, warte, kannst du nicht woanders suchen? Ein paar rechte Spinner planen einen Anschlag auf die Osterbäcker. Kaumi, warte. Die wollen der neuen Weltordnung den Kopf abschlagen. Warte, deine Lust auf Katastrophen ist unersättlich. Du bist aber, ach, du bist aber was geil auf deine Tontechnik. Ja, hier ist angekommen, ne, warte. Sag mal, warte, weißt du was, du bist, doch, das bist du. Du stinkst. Am zweiten Tag spüre ich sofort, hier stimmt was nicht. Im Konferenzsaal eine seltsame Anspannung. Vielleicht, weil Hirschfeld heute reden wird. Oh mein Gott, ich darf seine Rede nicht vermasseln. Batek sitzt schon da, schluckt eine Tablette nach der anderen. Ritalin. Er will wissen, ob der Tonmensch es mir gestern besorgt hat. Vorne steht schon der Vorstandschef einer Großbank und wippt vor dem Rednerpult, lächelt in den Saal hinaus. Es müsste losgehen. Worauf wartet Wartek? Ich sehe, wie er unter dem Tisch an etwas herumfummelt. Was macht er da? Lassen Sie mich verkürzt sagen, unternehmerische Verantwortung verlangt heutzutage globales Handeln. Das sage ich besonders gern hier in diesem Kreis. Unsere wirtschaftliche Zukunft liegt in erfolgreichen Unternehmen. Darüber hinaus sichert nur eine starke Wirtschaft eine starke Demokratie. Unternehmen können nicht warten, bis gesellschaftlicher Konsens über unbequeme Maßnahmen erreicht ist. An dieser Stelle möchte ich nochmals an die Herren in der Politik und an die Zeitungsherausgeber appellieren. Wir müssen es den Leuten deutlicher erklären. Das staatliche Rentensystem muss aufgegeben werden. Die Leute sollen sich selbst um ihre Altersvorsorge kümmern. Unsere Banken bieten heute schon Produkte an, mit denen Rücklagen langfristig profitabel angelegt werden können. Stellen Sie sich vor, wie viele zusätzliche Gelder dem Finanzmarkt zufließen würden. Die Leute hätten als Rentner nicht länger das Gefühl, Bittsteller gegenüber dem Staat zu sein. Sie würden sich vielmehr wie mündige, eigenverantwortliche Bürger fühlen. Hat? Wenn ein Anschlag auf die Osterbäcker geplant ist? Mein Gott, ich würde mit diesen Herren zerfetzt werden.
Svenja Kosic, erfolgreiche Übersetzerin, 31 Jahre jung, stirbt bei einem Bombenanschlag. Meine armen Eltern würden es aus der Zeitung erfahren. Aber nein, ich würde gar nicht erwähnt werden. In der Zeitung stehen nur die Namen dieser Herren. Wenn ich sterbe, ist niemand gestorben. Ja, der zweite Tag beginnt ohne Probleme. So ein super Spitzenbanker. Sauberer Scheitel, schleppende Sprechweise. Na, solche Redner liebe ich. Dann so ein Ithaka-Minister mit rollenden Konsonanten, aber ist für mich kein Problem. Ein britischer Verleger mit Pressstimme und Quäken im Vokalen, aber das war auch nur eine Frage des Filters. Aber dann taucht ein Problem auf. Ein großes Problem. Ein Weißhaariger mit roter Fliegeschlurf zum Rednerpult. Hirschfeld heißt er. Let us recall the beginnings. Erinnern wir uns an die Anfänge des Symposiums. Ein fürchterlicher Krieg lag hinter uns. Europa war am Boden. After the Marshall Plan, we agreed that. Nach dem Marshallplan waren wir uns alle einig, dass es weitere Pläne braucht. Es braucht Visionen. Es braucht weitsichtige Menschen wie Josef Rettinger, dem wir dieses Symposium verdanken. We have. Sorry. We have accomplished great things. We created NATO. Wir haben Großartiges vollbracht. Wir haben die NATO geschaffen. Wir haben die römischen Verträge entworfen. Wir haben das Bretton Woods-System installiert. Wir haben die Europäische Union geschaffen. Heute reden wir nur noch über den Erdölpreis und den Preis von Kobalt und Sojabohnen. Sorry, we speak about mortgage interest. Wir reden über Hypothekarzinsen, Mehrwertsteuersätze und Zulassungspolitik der Arzneimittelbehörde. Seien wir ehrlich, wir waren nie wirklich gute Demokraten. Wir waren stets davon überzeugt, zu wissen, was das Beste ist. Wir haben dem Volk immer misstraut. Mir scheint, es geht ihnen nur noch um ihren Reichtum. Sie wollen ihn schützen vor dem Zugriff des Staats, vor der Allgemeinheit. Who is to believe us? Wer soll uns heute noch Glauben schenken, wenn wir von Freiheit reden? Wir denken die Freiheit doch nur von oben herab. Wahlfreiheit für uns, Unterwerfungsfreiheit für die Masse. Wir lügen, wenn wir von Freiheit reden. Und das wird sich rächen. Wer ist da? Benny? Benny? Oh, zwecklos, die haben die Tür verriegelt. Fahr weg! Du traust ihm? Benny, nimm das Material und hau ab. Ja, ich komm schon irgendwie klar. Die Rettinger, du weißt doch. Benny, eine Sache noch. Haben sich meine Eltern bei dir gemeldet? Sag ihnen, dass sie stolz sein dürfen, ja? Oder nein, sag ihnen, dass ich bald bei ihnen bin. Hallo? Bist du noch da? In New York käme ich nie auf den Gedanken, in eine Sauna zu gehen. Ich verabscheue diese Holzkerker. Ihre Wimmel ist von kein grässlich. Ihre Redner war sehr mutig. Darf ich fragen, wer Sie sind? Mutig, wie jede Ihrer Reden in den letzten Jahren.
Mutig, eigenwillig, aber auch ein bisschen vergeblich. Es ist so stickig hier. Sie reden von Geschichte und Politik, während sich Ihre Osterbäcker Freunde über den Finanzmarkt, Rohstoffe und Kapitalvermehrung für die Elite ereifern. Der Finanzmarkt ist nur mit sich selbst beschäftigt. Herr Hirschfeld. Geht schon. Geht schon. Ich bewundere Ihre Hartnäckigkeit. Ja. In deren Augen müssen Sie ja... Ein Spielverderber müssen Sie da sein. Spielverderber. Sehen Sie den jungen Mann, der eben hereinkommt. Ja. Beachten Sie seinen aufrechten Gang, seine muskulöse Brust, das Solarium gebräunte Gesicht. Ja, ich hoffe, der versteht kein Deutsch. Für den jungen Miles ist Deutsch längst Geschichte. Achten Sie mal auf seine Stirn. Nicht die Spur eines Schweißtropfens, während wir beide wie Schweine vor uns hinschwitzen. Sie, ein glatzköpfiger Mitvierziger ohne Namen. Haben Sie dieses kindliche Lächeln bemerkt? Er fühlt sich seines Lebens sicher. Er besitzt weder ein Gedächtnis noch ein Gewissen. Er ist sich selbst das Maß aller Dinge. Er kennt keine Gnade. Und stellt sich sehr blass aus. Rolf, klick das sofort weg. Aber Sie behindern meine Untersuchung. Der Anblick dieser nackten Männer ist widerlich. Vor allem Hirschfeld mit seinem Bauch, seinem Gerede, seinem Selbstmitleid. Hirschfeld neigt zur Lamoyanz, das ist bekannt. Aber ich verstehe nicht, was dieser Wattek von Hirschfeld will. Dazu darf ich nichts sagen. Wie bitte? Sie wissen nicht, was ich weiß? Von Brauchitsch hat mir Pikantes über Sie erzählt. Sie sind nicht so sauber, wie Sie tun. Von Brauchitsch... Von Brauchitsch ist kein Thema mehr. Am besten, Sie kümmern sich weiterhin um die Vernehmung der Verdächtigen. Die Bilder zeigen Sie im Fahrstuhl, aber Sie sind nicht allein. Später steigt noch jemand zu. Mir so komisch. Die Bilder zeigen einen eleganten Mann mit Panama-Hut. Ein Glas Wasser. Ich nehme an, das ist Bräuning, der sich zu tarnen versucht. Das ist Bräuning, nicht wahr? Nein, nein. Jedenfalls hält der Mann seinen Hut vor die Kamera. Sehr schlau. Man fragt sich natürlich, was Sie mit diesem Schlaumeier im Fahrstuhl getrieben haben. Aber sparen wir uns die schmutzigen Details. Die nächsten Bilder stammen aus dem Salon Royal. Sie und der Schlaumeier wandeln Arm in Arm durch die Gesellschaft, durch Zigarrendunst und Zigeunermusik. Sehr schön. Man wundert sich ein wenig, wie es Ihnen gelungen ist, in diesen heiligen Bereich vorzudringen. Aber inzwischen traue ich Ihnen ja alles zu. Bitte, nur einen Schluck Wasser. Dann sehen wir, wie Sie zusammen mit dem Schlaumeier ein Separé betreten. Dort sitzt Hirschfeld. Er begrüßt Sie herzlich. Der Schlaumeier winkt die fiedelnden Zigeuner an den Tisch heran. Erst dann beginnt Hirschfeld zu reden. Natürlich hören wir nichts. Sie hören die schöne Zigeunermusik? Ja. Warten Sie, warten Sie. Ich bin kein Unmensch, Frau Kosic. Ich bin nur furchtbar neugierig. Erzählen Sie mir, worüber Sie sich mit Hirschfeld unterhalten haben. Er hat mir gestanden, dass er meine Stimme mag. Worüber haben Sie sich mit Hirschfeld unterhalten? Er glaubte, dass die Osterbäcker sich gegen ihn verschworen haben. Warum sollte Hirschfeld sowas einer kleinen Übersetzerin anvertrauen? Vielleicht, weil er meine Stimme mag. Ach so, tut mir leid, Frau Kosic. Ich weiß, ich tue Ihnen jetzt weh. Aber was soll ich tun? Sobald ich ein wahres Wort aus Ihrem Mund vernehme, höre ich auf. Hallo! Mr. Lenkungsausschuss, hört mich jemand? Was ist, wenn ich überhaupt nicht der Typ bin, der Sie denken, dass ich bin? Was ist, wenn Sie sich getäuscht haben? Vielleicht weiß ich gar nichts von der ganzen Verschwörung. Können Sie mal den Rolf schicken? Mein Eimer ist nämlich wieder voll. Wissen Sie was? Sie können mich hier festhalten, solange Sie wollen. Aber ich werde nicht zugeben, weil ich überhaupt keine Ahnung habe von dem ganzen Scheiß, von dem ganzen Zeug, dass Sie denken, dass ich was wüsste. Was ist, wenn es überhaupt gar keine Karte aus dem geht? Vielleicht habe ich Sie ja irgendwie nur an der Nase rumgeführt. Sie denken, das ist alles falsch mit der Karte aus dem. Wir müssen mal wieder gelüftet werden. Was für eine Unordnung. Vielleicht hätte es ein kleineres Zimmer auch getan. Aber ich habe mich wieder mal zu einer Großzügigkeit hinreißen lassen. Frau Rettinger. Wie schaust du denn aus? Fürchterlich. Lassen Sie mich nach Hause gehen. Natürlich, Kleines, natürlich. Komm, setz dich auf. Oh, danke, Frau Rettinger. Hast du was mit dem Tontechniker gehabt? Mit welchem? Mich kannst du nicht belügen.
Nein, da war nichts. Ja, also nur einmal. Einmal ist er in mein Zimmer gekommen, also schon ziemlich betrunken. Er sagt, er will wandern gehen, hinauf zum ewigen Schnee oder so. Ich konnte sowieso nicht schlafen, also bin ich mit und Sterne und Berge gucken. Und er fasselt was davon, dass er meine Stimme in der Hosentasche rumträgt, weil meine Stimme ja so toll ist. Und dann sind wir auch schon wieder zurück und das war's dann. Möchtest du? Die hieß Chinois. Sie lassen mich nach Hause gehen, nicht wahr? Natürlich, Kleines, natürlich. Wer war der Mann mit dem Panama-Hut? Wer? Der Mann im Fahrstuhl. Der Mann, der dich zu Hirschfeld gebracht hat. Bräuning, ein guter Kerl. Hat dir Hirschfeld einen USB-Stick gegeben? Er hat sich bedankt, Hirschfeld. Er ist so anders als die anderen. Ach, da fällt mir ein. Vermutlich weißt du es noch gar nicht. Schrecklich. Ist was mit Hirschfeld? Herzschlag in der Sauna. Sein Zustand ist kritisch. Nein. Das ist gar nicht so selten, meint der Hoteldirektor. Nein, es gab ein Komplott gegen Hirschfeld, ich weiß es. Unsinn. Verschwörung ist die Ausrede der Verlierer. Im Leben gibt's auch Zufälle. Nein. Los, Rolf, wir warten nicht auf die Ratinger. Klick das Ding an. Mal sehen, was uns dieser Bräuning verschweigt. Ach, in der Küche. Sag mal, warte, ich dachte, wir gehen in die Kantine. Das war doch nur für die Überwachungsanlage. Hier sind wir sicher. Ziemlich hektisch hier. Allerdings, ein Dutzend Köche und rund 20 Küchenjungs. Morgen nach Miles Rede wird hier richtig geschlemmt. Pass auf, da ist überall Blut. Boah, Mann, diese Fleischbrocken. Murmeltiere. Ohne Fell sehen die aber seltsam aus. Komm, wir setzen uns hierher. Die sehen ein bisschen aus wie Kinder. Ja, Kinder am Fleischerhaken. Boah. Komm. Mal unter uns, Bräuning. Dir ist doch klar, was zu tun ist. Ehrlich gesagt, nö. Mensch, Bräuning, du bist am Drücker. Du als Tontechniker hast es in der Hand. Du brauchst doch bloß eine dieser Reden aufzunehmen, auf einen USB-Stick kopieren und den Medien zu spielen. Warum hat denn der Benny das nie gemacht? Ist doch Benny, der ist auf die Bahamas abgehauen. Das glaube ich nicht. Egal, jetzt bist du hier und du siehst und hörst, was hier abgeht. Komm, Wattek. Mensch, Bräuning, du bist Zeuge von was Ungeheuerlichem. Ein paar Herren gestalten unsere Zukunft nach ihren Vorstellungen. Du könntest sie mit einem Knopfdruck entlarven. Ich könnte dir auch noch ein sehr ansehnliches Video verschaffen. Wattek, was soll denn das? Wenn die Menschen da draußen erfahren, was hier drin geschieht, da wird ein Ruck durch die Welt gehen. Aufruhr, Empörung, Revolution. Das glaubst du doch selber nicht, Wattek. Morgen hält dieser Schnösel seine Rede. Das ist die letzte Gelegenheit. Nur ein einziger Knopfdruck. Oder hast du Angst? Sag mal, hast du nicht zugehört? Ich heiße Phil Bräuning, ich bin Tonmeister. Ich werde nächste Woche ein Album aufnehmen. Ein Meisterwerk, verstehst du das? Die Band nennt sich The Watchdogs und der Titel des Albums lautet Who Watches the Watchman? Ja, ich verstehe. Du glaubst, wir werden hier abgehört. Nein, ich weiß bloß nicht, wer du bist. Natürlich, dass ihr am dritten Tag zuschlagen würdet. Wir hatten die Sicherheitsstufe erhöht. In jeder Ecke stand ein Wachmann, aber so ein Profi wie Sie findet immer einen Weg, nicht wahr, Bräuning? Mir ist der Kopf, ich bin schwindelig. Wir haben uns nur in einem Punkt getäuscht. Wir dachten, die balkanische Übersetzerin würde mit drinstecken, aber die war wohl nur Spielzeug. Dieser Wattek, der ist der Anstifter. Wie konnten Sie nur auf diesen paranoiden Quatschkopf hören, Bräuning? Ich meine, was dreht sich jetzt? Zugeben, Rolf, verdammt nochmal, Rolf! Zugeben, Sie haben mich zeitweise verunsichert. Ihr Gerede von The Watchdogs, damit meinen Sie wohl die Medien. Die kalte Stimme, von der wir inzwischen wissen, dass es sowas gar nicht gibt. Mal stillstehen, mal wenigstens. Ich bewege mich gar nicht. Rolf, verdammt nochmal, wo warst du denn? Verpasse ihm noch eine Ladung. Ihr wusstet natürlich, dass ihr es auf den jungen Miles abgesehen hattet. Ich hatte ein mulmiges Gefühl, als er am Sonntagmorgen an zu reden fing. Er war ein hervorragendes Ziel für den Tat. Und Rolf, lüfte mal. Es hält ja keiner aus. Ich hatte wirklich Angst, ihr könntet unseren Hoffnungsträger einfach kaltblütig abknallen. Aber wenn die Menschen davon erfahren, das wurde mir in dem Moment bewusst. Und ihnen ebenfalls, nicht wahr, Bräuning? In dem Moment haben sie auf die Aufnahmetaste gedrückt und danach die Datei auf einen USB-Stick kopiert.
Damentoilette. Sie suchen sich wirklich die widerlichsten Orte aus, Herr von Zilk. Warten Sie, Frau Rätinger. Gleich haben wir ihn soweit. Sie werden sehen, das LSD bewirkt Wunder. Er wird uns auf allen Vieren zum USB-Stick führen. Er trägt ihn in seiner Hosentasche. Wie bitte? Bräuning, rücken Sie das Teil raus. Dieser Tontrottel hat den Stick die ganze Zeit in der Hosentasche getragen. Wer liegt denn da drüben? Rolf, steck den Stick rein! Irgendwo muss Miles Rede sein! Nein, Herr von Zilk, Sie täuschen sich. Weiter, Rolf, weiter! Können Sie mir erklären, warum Wattek bewusstlos neben der Kloschüssel liegt? Er ist der Anstifter, den knöpfen wir uns später vor. Rolf! Wattek ist unser Informant. Was? Warum weiß ich nichts davon? Es gehört nun mal zu den vornehmsten Eigenschaften eines V-Manns, dass er verdeckt vermittelt. Er soll die Schwachstellen im System aufspüren. Und zwar nicht nur unter den Angestellten, sondern auch unter Osterbekern. Selbst innerhalb des Lenkungsausschusses. Soll das eine Anspielung sein? Sie haben versagt, Herr von Zilk. Auf ganzer Linie. Es gibt keine Verschwörung. Es gibt vielleicht eine etwas aufmüpfige, aber im Grunde harmlose Übersetzerin. Nein, Sie haben sich von ihr einlullen lassen. Sie haben sie einfach gehen lassen. Okay, es gibt einen etwas einfältigen, aber vor allem verliebten Tontechniker. Und es gibt einen verbitterten jüdischen Nobelpreisträger, der an einem Herzschlag gestorben ist. Das alles gereicht im diesjährigen Symposium gewiss nicht zum Ruhm. Aber mit einer Verschwörung hat das nichts zu tun. Moment, Moment. Sie haben Hirschfeld umgebracht. Henry fragt sich schon lange, was ein Forstingenieur aus einem verarmten Adel bei den Osterbäckern verloren hat. Sie werden hier doch nun auch geduldet, weil Ihr Vater als Gründerfigur gilt. Was tun Sie hier schon außer Delis Chinois zu essen? Alles zwecklos, Herr von Zilk. Henry hat bereits einen Nachfolger für den Lenkungsausschuss. Es wird Ihnen im Übrigen nahegelegt, nicht mehr zum Symposium zu erscheinen. So einfach lasse ich mich nicht ausboten, Frau Rätinger. Rolf, fahr den Bentley vor! Nein, Rolf, reiß mir deine Dienstwaffe und bring die beiden Patienten hinaus! Augen. Alles wird gut, hörst du? Hm? Nicht? Wieso, wer bist du überhaupt? Da wolltest du mit mir rauf, weißt du? Benni, jetzt sag doch auch mal was. Boah, ist ja eine richtige Wiese hier. Keine Sorge, komm. Benni fährt uns jetzt nach Hause. Wieso hast denn du so komisch Klamotten? Mein Gott, was haben sie mit dir gemacht? Dein Unterarm, was sind das für was Punkte? Das ist Schweine, aber das werden sie büßen. Schau mal, Benni, jetzt sag du doch auch mal was. Oder hast du sie in Schweine, aber dafür werden sie büßen. Guck mal, da sind schon Zahlen. Schau mal, was wir haben. Diese Schweine. Schau mal, schau, was wir haben. Das ist Hirschfeld-Vermächtnis. Aufnahmen aus all den Jahren. Die heimlichen Gespräche, der ganze perverse Kram. Benni hat das schon mal den Radioleuten geregelt. Ich finde, die werden das senden. Und danach wird es kein Osterbeck-Symposium mehr geben. Hey, Benni. Benni, warte, was ist mit Phil? Hey, Benni, warte, wir können ihn noch nicht hier lassen. Benni, was sind das für Männer? Guten Abend. Wie Sie sicher wissen, gilt unsere Regel auch hier draußen in den schönen Alpen. Kein Wort zu Osterbeck. Rolf, bitte walte deines Amtes. Den anderen überlassen wir sich selbst. Hm.
Hallo. Wer bist du denn? Ach, ein Murmeltier. Komm her, hab keine Angst. Ich beschütze dich. Guck mal, was das für schöne Bäume sind. Komm her, Murmeltier. Hab keine Angst, Schwuppi. Komm mal her. Ich beschütze dich. Ich habe auch keine Angst. Endlich Stille. Das Osterbeek-Symposium ist durchaus zu verwechseln mit der Bilderberg-Konferenz, die seit 1954 jedes Jahr an einem geheimen Ort stattfindet. Auch nächstes Jahr werden rund 100 einflussreiche Persönlichkeiten zusammenkommen, um über die Weltprobleme zu diskutieren und sich auf eine Strategie zu einigen. Wir werden davon nichts erfahren. Kein Wort zu Osterbeek. Hörstück von Daniel Götsch. Mit Svenja Kosic, Susanne Burmann, Frau Rettinger, Almut Silcher, Phil Bräuning, Michael Klammer, Wattek, Axel Wandke, von Zilk, Bernhard Schütz, Hirschfeld, Thorsten Merten, Banker und NATO-Generalsekretär Daniel Götsch. Global Player John Niehus. Aufnahmeleitung Katharina Sendfeld. Ton Stefan Thomas und Chris von Nathusius. Musik Frede Bär Albrecht. Regie Christoph Kalkowski. Eine Produktion von Studio Elektro automatisch und im WDR 2010. Dramaturgie und Redaktion Nathalie Challis. Unsere wirtschaftliche Zukunft liegt in erfolgreichen Unternehmen. Darüber hinaus sichert nur eine starke Wirtschaft eine starke Demokratie. Unternehmen können nicht warten, bis gesellschaftlicher Konsens über unbequeme Maßnahmen erreicht ist. An dieser Stelle möchte ich nochmals an die Herren in der Politik und an die Zeitungsherausgeber appellieren. Wir müssen es den Leuten deutlicher erklären. Das staatliche Rentensystem muss aufgegeben werden. Die Leute sollen sich selbst um ihre Altersvorsorge kümmern. Unsere Banken bieten heute schon Produkte an, mit denen Rücklagen langfristig profitabel angelegt werden können. Stellen Sie sich vor, wie viele zusätzliche Gelder dem Finanzmarkt zufließen würden. Die Leute hätten als Rentner nicht länger das Gefühl, Bittsteller gegenüber dem Staat zu sein. Sie würden sich vielmehr wie mündige, eigenverantwortliche Bürger fühlen. Und wenn er recht hat? Wenn ein Anschlag auf die Osterbäcker geplant ist? Mein Gott, ich würde mit diesen Herren zerfetzt werden. Svenja Kosic, erfolgreiche Übersetzerin, 31 Jahre jung, stirbt bei einem Bombenanschlag. Meine armen Eltern würden es aus der Zeitung erfahren. Aber nein, ich würde gar nicht erwähnt werden. In der Zeitung stehen nur die Namen dieser Herren. Wenn ich sterbe, ist niemand gestorben. Ja, der zweite Tag beginnt ohne Probleme. So ein super Spitzenbanker.
Sauberer Scheitel, schleppende Sprechweise. Na, solche Redner liebe ich. Dann so ein Ithaka-Minister mit rollenden Konsonanten, aber ist für mich kein Problem. Ein britischer Verleger mit Pressstimme und quäkenden Vokalen, aber das war auch nur eine Frage des Filters. Aber dann taucht ein Problem auf. Ein großes Problem. Ein Weißhaariger mit roter Fliegeschlurft zum Rednerpult. Hirschfeld heißt er. Let us recall the beginnings. Erinnern wir uns an die Anfänge des Symposiums. Ein fürchterlicher Krieg lag hinter uns. Europa war am Boden. After the Marshall Plan, we agreed that... Bitte? Ja, wie soll ich denn erklären, dass ich der Einzige vom Personal bin, der hier ein Handy benutzen darf? Ja, was soll ich denn denen erzählen? Ich dolmetsche. Der erste Tag wie immer, wie auf jedem Symposium. Ich sitze mit Wartek in der Kabine, habe ihn seit Ottawa nicht mehr gesehen. Noch immer sein Grinsen, die abgekauten Fingernägel, das Gezappel mit dem Knie. Wir gehen die Reihenfolge der Redner durch, die üblichen Verdächtigen. Und wie üblich pickt er sich die Rosinen raus. Du machst den Hirschfeld und den jungen Mais mache ich. Was steht das in der Bibel? Und werd jetzt nicht kompliziert. Der junge Schnösel ist zum ersten Mal hier. Großvater Wirtschaftsnobelpreisträger, Vater Hedgefondsgründer. Okay. Ich sage dir, dieser Typ, der wird hier was Aberwitziges verzapfen. Ach so, du opferst dich sozusagen für mich, ja? Svenja, also bitte, wo hast denn du jetzt hier Warum verbeißt du dich denn so in diesem Schnösel? Ich will doch nur sicher sein, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ja. Darf man? Anfangs habe ich mich ganz genauso benommen. Hab auch geglaubt, ich könnte einfach in den Salon Royal reinspazieren. Hab auch was auf die Nase bekommen. Das ist ein Trank auf Wein, ist das. Wem sagst du das? Müsste das sein? Können Sie auch woanders hinsetzen. Ach komm, ich gehöre seit 1998 dazu. War ein echter Schock, als ich zum ersten Mal den leibhaftigen Kissinger gesehen habe. Später noch die Thatcher. Genscher, Andreotti. Und Giscard d'Estaing. Wie? Giscard d'Estaing. Das sind alles Leute, von denen man immer denkt, die wären längst tot. Nee, die leben. Und zwar besser als du und ich. Und sollen sie leben, das ist mir wurscht. 1998, mein erstes Mal. Ja. Mein erstes Mal hier, das war ein ganz besonderes Jahr. Damals musste sich ein junger britischer Abgeordneter auf dem Symposium bewähren. Hat die Hosen runtergelassen und viel Beifall geerntet. Ein Jahr später wurde dieser Tony Blair... Premierminister. Ja. Was willst du jetzt eigentlich mit deinen Aufnahmen anstellen? Willst du nur dieses Video haben oder nicht? Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Ein anderes Problem, das eine rasche und einfache Lösung erfordert, ist die Geburtenkontrolle. Ingenieur aus einem verarmten Adel bei den Osterbäckern verloren hat. Sie werden hier doch nun auch geduldet, weil Ihr Vater als Gründerfigur gilt. Was tun Sie hier schon außer Delice Chinois essen? Alles fettlos, Herr von Zilk. Henry hat bereits einen Nachfolger für den Lenkungsausschuss. Es wird Ihnen im Übrigen nahegelegt, nicht mehr zum Symposium zu erscheinen. So einfach lasse ich mich nicht ausboten, Frau Rätinger. Rolf! Fahr den Bentley vor! Nein, Rolf! Reiß mir deine Dienstwaffe und bring die beiden Patienten hinaus!
siehst du denn aus? Alles wird gut, hörst du? Hm? Nicht? Wieso, wer bist du überhaupt? Da wolltest du mit mir rauf, weißt du? Benny, jetzt sag doch auch mal was. Boah, ist ja eine richtige Wiese hier. Keine Sorge, komm. Benny fährt uns jetzt nach Hause. Wieso hast denn du so komisch gemacht? Mein Gott, was haben sie mit dir gemacht? Dein Unterarm, was sind das für Punkte? Schweine, aber das werden sie büßen. Schau mal. Benny, jetzt sag du doch auch mal was. Oder hast du sie? Schweine, aber dafür werden sie büßen. Guck mal, da sind schon Schau mal, was wir haben. Diese Schweine! Schau mal, was wir haben. Das ist Hirschfeld-Vermächtnis. Aufnahmen aus all den Jahren. Die heimlichen Gespräche, der ganze perverse Kram. Benny hat das schon mal den Radioleuten geregelt. Ich will, die werden das senden. Und danach wird es kein Osterbeck-Symposium mehr geben. Hey, Benny, warte, was ist? Was ist mit Phil? Hey, Benny, warte, wir können ihn noch nicht hier lassen. Benny, was sind das für Männer? Guten Abend. Wie Sie sicher wissen, gilt unsere Regel auch hier draußen in den schönen Alpen. Kein Wort zu Osterbeck. Rolf, bitte walte deines Amtes. Buchen 1988 in Stresa, in Ottawa. Mit Verlaub, Frau Rätinger, das war nicht wie immer. Und jedes Jahr schenkt mir Henry eine Schachtel Delice Chinois. Es gab schon im Vorfeld Bedenken. Erstens wussten wir, dass Hirschfeld wieder Ärger machen würde. Seine Reden wären von Jahr zu Jahr schlimmer. Zweitens haben wir geahnt, dass der junge Miles eine Zielscheibe abgeben könnte. Seine Pläne gelten in manchen Kreisen als staatsgefährdend. Und drittens... Möchten Sie wirklich keine Delice Chinois? Drittens wurde ein neuer Tontechniker aufgeboten. Was wollen Sie damit sagen? Bitte, lassen Sie uns hineingehen. Was den Tontechniker betrifft, haben wir uns nichts vorzuwerfen. Wir haben ihn wie jeden Angestellten auf Herz und Nieren geprüft. Bräuning ist ein Lamm. Manche Lämmer trauen sich bei schönem Wetter in die Nähe der Löwen. Seit wann führen Sie orientalische Weisheiten im Mund? Das ist von Ihrem Henry, Saltjobar 1973, wenn ich mich nicht täusche. Ach ja, die Löwen. Die Löwen sind müde geworden, hat mein Herr Vater immer gesagt. Die Löwen haben sich in ihre Höhlen zurückgezogen. Sie bestaunen ihre Jagdtrophäen und zählen ihr Geld. Wäre ich nur dabei geblieben. Nie wieder Osterbeck, nie wieder. Ein Schwindelgefühl, als ich vor dem Fünf-Sterne-Hotel stehe. Eine Märchenburg mit Türmen und Erkern, mitten in den Alpen. Frau Kostic! Oh Gott, der feine Pinkel vom Lenkungsausschuss. Und sein Gorilla ausgerechnet jetzt. Aber die haben nichts in der Hand. Schönen guten Tag, Frau Kostic. Was wollen Sie? Sie sehen doch, ich packe. Ja, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Das Symposium ist vorbei. Alle fahren nach Hause. Alle bis auf Hirschfeld. Was ist mit ihm? Schönes Zimmer haben Sie, Frau Kostic. Ein Himmelbett, ein Schminktisch und in dem Eiskübel war wohl eine Champagnerflasche. Ich will wissen, was mit Hirschfeld ist. Oh, Sie haben sogar einen Balkon. Was für ein fantastischer Ausblick. Die Alpen in ihrer ganzen Wuchtigkeit. Und dazu noch Abendsonne. Wie kommen Sie als kleine Angestellte in den Genuss eines solchen Privilegs? Frau Rettinger hat die Zimmerzuteilung vorgenommen, so viel ich weiß. Ich weiß nicht, wie viel Sie wissen, Frau Kostic. Ich weiß nur, dass Sie mehr wissen, als Sie zu wissen vorgeben. Und dass Sie nicht wissen, wie viel ich über Sie weiß. Ihre Eltern zum Beispiel. Die führen ein schäbiges Rentnerdasein in einem Kaff auf dem Balkan. Sagen Sie mir endlich, was mit Hirschfeld ist! Sie hatten Glück, Frau Kostic. Solange Sie wollen, aber ich werde nicht zugeben, weil ich überhaupt keine Ahnung habe von dem ganzen Scheiß, von dem ganzen Zeug, dass Sie denken, dass ich was wüsste. Was ist, wenn es überhaupt gar keine Karte durch die Regie geht? Vielleicht habe ich Sie ja irgendwie nur an der Nase rumgeführt.
Sie denken das alles falsch mit der Kartenstimme. Wir müssen mal wieder gelüftet werden. Was für eine Unordnung. Vielleicht hätte es ein kleineres Zimmer auch getan. Aber ich habe mich wieder mal zu einer Großzügigkeit hinreißen lassen. Frau Rettinger. Wie schaust du denn aus? Fürchterlich. Lassen Sie mich nach Hause gehen. Natürlich, Kleines, natürlich. Komm, setz dich auf. Oh, danke, Frau Rettinger. Hast du was mit dem Tontechniker gehabt? Mit welchem? Mich kannst du nicht belügen. Nein, da war nichts. Ja, also nur einmal. Einmal ist er in mein Zimmer gekommen, also schon ziemlich betrunken. Er sagt, er will wandern gehen, hinauf zum ewigen Schnee oder so. Ich konnte sowieso nicht schlafen, also bin ich mit und Sterne und Berge gucken. Und er fasselt was davon, dass er meine Stimme in der Hosentasche rumträgt, weil meine Stimme ja so toll ist. Und dann sind wir auch schon wieder zurück und das war's dann. Möchtest du? Délice chinois. Sie lassen mich nach Hause gehen, nicht wahr? Natürlich, Kleines, natürlich. Wer war der Mann mit dem Panama-Hut? Wer? Der Mann im Fahrstuhl. Der Mann, der dich zu Hirschfeld gebracht hat. Bräuning, ein guter Kerl. Hat dir Hirschfeld einen USB-Stick gegeben? Er hat sich bedankt, Hirschfeld. Er ist so anders als die anderen. Ach, da fällt mir ein. Vermutlich weißt du es noch gar nicht. Mhm. Schrecklich. Ist was mit Hirschfeld? Herzschlag in der Sauna. Sein Zustand ist kritisch. Nein. Das ist gar nicht so selten, meint der Hoteldirektor. Nein, es gab ein Komplott gegen Hirschfeld, ich weiß es. Unsinn. Verschwörung ist die Ausrede der Verlierer. Im Leben gibt's auch Zufälle. Nein. Los, Rolf, wir warten nicht auf die Rettinger. Klick das Ding an. Mal sehen, was uns dieser Bräuning verschweigt. Ach, in der Küche. Sag mal, warte, ich dachte, wir gehen in die Kantine. Das war doch nur für die Überwachungsanlage. Hier sind wir sicher. Ziemlich hektisch hier. Allerdings, ein Dutzend Köche und rund 20 Küchenjungs. Morgen nach Miles Rede wird hier richtig geschlemmt. Pass auf, da ist überall Blut. Boah, Mann, diese Fleischbrocken. Murmeltiere. Ohne Fell sehen die aber seltsam aus. Komm, wir setzen uns hier her. Die sehen ein bisschen aus wie Kinder. Ja, Kinder am Fleischerhaken. Boah. Komm. Mal unter uns, Bräuning. Dir ist doch klar, was zu tun ist. Ehrlich gesagt, nö. Mensch, Bräuning, du bist am Drücker. Du als Tontechniker hast es in der Hand. Du brauchst doch bloß eine dieser Reden aufzunehmen, auf einen USB-Stick kopieren und den Medien zu... Was wollen Sie? Sie sehen doch, ich packe. Ja, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Das Symposium ist vorbei. Alle fahren nach Hause. Alle bis auf Hirschfeld. Was ist mit ihm? Schönes Zimmer haben Sie, Frau Kostic. Ein Himmelbett, ein Schminktisch... Und in dem Eiskübel war wohl eine Champagnerflasche. Ich will wissen, was mit Hirschfeld ist. Oh, Sie haben sogar einen Balkon. Was für ein fantastischer Ausblick. Die Alpen in ihrer ganzen Wuchtigkeit. Und dazu noch Abendsonne. Wie kommen Sie als kleine Angestellte in den Genuss eines solchen Privilegs? Frau Rettinger hat die Zimmerzuteilung vorgenommen, so viel ich weiß. Ich weiß nicht, wie viel Sie wissen, Frau Kosic. Ich weiß nur, dass Sie mehr wissen, als Sie zu wissen vorgeben. Und dass Sie nicht wissen, wie viel ich über Sie weiß. Ihre Eltern zum Beispiel, die führen ein schäbiges Rentnerdasein in einem Kaff auf dem Balkan. Sagen Sie mir endlich, was mit Hirschfeld ist! Sie hatten Glück, Frau Kosic. Sie sind als Elfjährige dem Balkan entkommen. Sie haben sich schön hochgestrampelt. Sie sind inzwischen eine erfolgreiche Übersetzerin, wie ich Ihre Akte entnehme. Schon seit 4 Jahren in unseren Diensten, stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. In höchstem Maße kompetent und zuverlässig. Ihre Umgangsformen äußerst angenehm. Vor solchen Leuten wie Ihnen hat mich Hirschfeld immer gewarnt. Rolfi. Hey, Sie tun mir weh. Wir helfen Ihnen nur, Ihre äußerst angenehme Umgangsform wiederzufinden. Können wir fortfahren? Schön. Gut, es geht um Bräuning. Aha, der Tonmensch. Ja, ich habe schon befürchtet, Sie würden sagen, Sie kennen ihn nicht. Und wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. Was mache ich hier? Und alles nur die Idee von Benny. Also, rein in die Glitzerwelt. Vorbei an den Metalldetektoren, am Empfang das übliche Gedränge. Plötzlich ein Kerl im Parka. Rempelt sich durch die Herrschaften und hält seinen Ausweis hoch. Er ist vom Ton. Eine Fehlbesetzung, denke ich. 2 Wachbullen packen ihn, er wehrt sich und sie fackeln nicht lange. Willkommen im Club.
Ist ja wohl das Letzte hier. Ist ja eine Frechheit. Geht mal so mit einem Tonmeister um? Ja, ein Taschentuch. Du blutest an der Lippe. Ah ja? Mann. Ich könnte jetzt friedlich im Studio sitzen, weißt du, und das Album des Jahres aufnehmen. So ein hochpräzises Chaos. So wilde Harmonien, die aber garantiert jeden zu Tränen rühren. Jeden. Was hält dich denn davon ab? 4.500 Euro. Ja, dann bist du hier am richtigen Ort. Im Herzen der Plutokratie. Ja, du kennst dich hier aus, was? Muss jetzt mal zum Soundcheck. Sag mal, wanderst du gerne? Ehrlich gesagt. Ja, super, gut. Dann morgen früh um 5. Wir treffen uns hier. Und dann wandern wir hinauf zum Gipfel. Muss weiß hoch. Er ist vom Ton. Eine Fehlbesetzung, denke ich. Zwei Wachbullen packen ihn. Er wehrt sich und sie fackeln nicht lange. Willkommen im Club. Ist ja wohl das Letzte hier. Ist ja eine Frechheit. Geht mal so mit einem Tonmeister um? Ja, ein Taschentuch. Du blutest an der Lippe. Ah ja? Mann. Ich könnte jetzt friedlich im Studio sitzen, weißt du, und das Album des Jahres aufnehmen. So ein hochpräzises Chaos. So wilde Harmonien, die aber garantiert jeden zu Tränen rühren. Jeden. Was hält dich denn davon ab? 4.500 Euro. Ja, dann bist du hier am richtigen Ort. Im Herzen der Plutokratie. Ja, du kennst dich hier aus, was? Muss jetzt mal zum Soundcheck. Sag mal, wanderst du gerne? Ehrlich gesagt. Ja, super, gut. Dann morgen früh um 5. Wir treffen uns hier. Und dann wandern wir hinauf zum Gipfel. Dort liegt ewiger Schnee. Ewiger Schnee, ewiger Schnee. Was meint er damit? Ja, also, nö, also, kann mich nicht beklagen. Also, im Fernsehen haben die da mit 120 Sendern. Wegdienst, Bügelservice, Fußmassage rund um die Uhr, also nö, ist okay. Ja gut, die Arbeit ist nicht gerade berauschend, aber solange ich meine Nische habe mit dem Pult. Ja, der erste Redner, das war so ein NATO-Heini mit Schweinchengesicht. Ich stecke ihm das Mikro ans Revers, er lächelt durch mich hindurch. Ja, es wird Probleme geben, das weiß ich sofort. Ja, NATO-Heini besitzt so eine Fistelstimme und wegen seines Doppelkinns kommt er auch gar nicht näher ans Mikro ran. Meine sehr verehrten Damen, verehrte Exzellenzen, meine verehrte Madame Redinger, mein lieber Freund Henry. Ich möchte aufgrund des Zeitmangels und wir alle haben großen Hunger, meinen Rechenschaftsbericht verkürzen. Zu den wichtigsten Details komme ich in unseren Arbeitsgruppen morgen. Heute Abend kann ich Ihnen aber erfreulicherweise die gute Nachricht überbringen, dass die Operation Fegefeuer gut angelaufen ist. Gott, Phil. Also, wie siehst du denn aus? Alles wird gut, Phil. Hörst du? Hm? Nicht? Wieso, wer bist du überhaupt? Da wolltest du mit mir rauf, weißt du? Benny, jetzt sag doch auch mal was. Boah, ist ja eine richtige Wiese hier. Keine Sorge, komm. Benny fährt uns jetzt nach Hause. Wieso hast denn du so komisch gemacht? Mein Gott, was haben sie mit dir gemacht? Dein Unterarm, was sind das für was Punkte? Das ist total Schweine, aber das werden sie büßen. Schau mal. Benny, jetzt sag du doch auch mal was. Oder hast du sie? Schweine, aber dafür werden sie büßen. Guck mal, da sind schon Schau mal, was wir haben. Diese Schweine! Schau mal, was wir haben. Das ist Hirschfeld-Vermächtnis. Aufnahmen aus all den Jahren. Die heimlichen Gespräche, der ganze perverse Kram. Benny hat das schon mal den Radioleuten geregelt. Hey, Phil, die werden das senden. Und danach wird es kein Osterbeck-Symposium mehr geben. Hey, Benny, warte, was ist? Was ist mit Phil? Hey, Benny, was? Wir können ihn noch nicht hier lassen! Benny, was sind das für Männer?
Guten Abend. Wie Sie sicher wissen, gilt unsere Regel auch hier draußen, in den schönen Alpen. Kein Bad zu Osterbeck. Rolf, bitte walte deines Amtes. Den anderen überlassen wir sich selbst. Hallo. Wer bist du denn? Ach, ein Murmeltier. Komm her, hab keine Angst, ich beschütze dich. Guck mal, was das für schöne Bäume sind. Komm her, Murmeltier. Hab keine Angst, Schwuppi, komm mal her, ich beschütze dich. Ich hab auch keine Angst. Endlich Stille. Das Osterbeek-Symposium ist durchaus zu verwechseln mit der Bilderberg-Konferenz, die seit 1954 jedes Jahr an einem geheimen Ort stattfindet. Auch nächstes Jahr werden rund 100 einflussreiche Persönlichkeiten zusammenkommen, um über die Weltprobleme zu diskutieren und sich... Feinde, aber bitte, Herr von Zirk, bedienen Sie sich. Ödelis Chinois. Ein Geschenk von Henry. Das ist mir zu süß. Ich würde es vorziehen, hineinzugehen. Dieser Ingwer-Schaum zwischen den Biskuits? Köstlich. Es war trotz allem ein gutes Jahr, nicht wahr? Ich weiß wie immer. Wie damals in Helsingöhr 1969, in Saltjöbaden 1973, in Telfsbuchen 1988, in Stresa, in Ottawa. Mit Verlaub, Frau Rätinger, das war nicht wie immer. Und jedes Jahr schenkt mir Henry eine Schachtel Delice Chinois. Es gab schon im Vorfeld Bedenken. Erstens wussten wir, dass Hirschfeld wieder Ärger machen würde. Seine Reden wären von Jahr zu Jahr schlimmer. Zweitens haben wir geahnt, dass der junge Miles eine Zielscheibe abgeben könnte. Seine Pläne gelten in manchen Kreisen als staatsgefährdend. Und drittens... Möchten Sie wirklich keine Delice Chinois? Drittens wurde ein neuer Tontechniker aufgeboten. Was wollen Sie damit sagen? Bitte, lassen Sie uns hineingehen. Was den Tontechniker betrifft, haben wir uns nichts vorzuwerfen. Wir haben ihn wie jeden Angestellten auf Herz und Nieren geprüft. Bräuning ist ein Lamm. Manche Lämmer trauen sich bei schönem Wetter in die Nähe der Löwen. Seit wann führen Sie orientalische Weisheiten im Mund? Das ist von Ihrem Henry, Saltjöbaden 1973, wenn ich mich nicht täusche. Ach ja, die Löwen. Die Löwen sind müde geworden, hat mein Herr Vater immer gesagt. Die Löwen haben sich in ihre Höhlen zurückgezogen. Sie bestaunen ihre Jagdtrophäen und zählen ihr Geld. Oh, wäre ich nur dabei geblieben. Nie wieder Osterbeck, nie wieder. Ein Schwindelgefühl, als ich vor dem Fünf-Sterne-Hotel stehe. Eine Märchenburg mit Türmen und Erkern, mitten in den Alpen. Frau Kostic! Oh Gott, der feine Pinkel vom Lenkungsausschuss. Und sein Gorilla ausgerechnet jetzt. Aber die haben nichts in der Hand. Schönen guten Tag, Frau Kostic. Was wollen Sie? Sie sehen doch, ich packe. Ja, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Das Symposium ist vorbei. Alle fahren nach Hause. Alle bis auf Hirschfeld. Was ist mit ihm? Schönes Zimmer haben Sie, Frau Kostic. Ein Himmelbett, ein Schminktisch und in dem Eiskübel war wohl eine Champagnerflasche. Ich will wissen, was mit Hirschfeld ist. Oh, Sie haben sogar einen Balkon. Was für ein fantastischer Ausblick. Die Alpen in ihrer ganzen Wuchtigkeit. Und dazu noch abends. Nötigt. Rasch plündern. And we are also aware
Und wir wissen auch, dass, wenn andere Staaten aufgrund der Bevölkerungsentwicklung nicht imstande sind, uns etwas zu verkaufen, wir ihnen auch nichts verkaufen können. Deswegen brauchen wir eine gereinigte und gesunde Kollektivmasse, die wir den Märkten zur Verfügung stellen können. In den vergangenen Jahren gab es in mehreren Regionen der Welt einen Trend hin zu mehr Marktwirtschaft. Das hat die Bedeutung des Staats hat es geschmälert. Wir sitzen nun am Steuer der globalen Weltwirtschaft. Wir bestimmen die Politik der Staatsregierung. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist nur Mist. Man müsste diesen ganzen Zirkus einfach in die Luft jagen. Scheiße. Man müsste den ganzen Zirkus in die Luft jagen. Das hat er gesagt. Wortwörtlich. Nun könnte man sagen, Wattek ist ein Zyniker, ja? Und Zyniker bellen, also beißen sie nicht. Aber ehrlich gesagt, ich würde ihm alles zutrauen. Wenn sie einen Verschwörer suchen, dann würde ich mich an Wattek wenden. Na endlich. Na, Benny? Deine Tarnung für dich habe ich mir gut ausgedacht. Ne? Du kannst mit deiner Chipkarte, wohin du willst, das war nicht einfach. Und dann hier, bei der Elite der Welt, hast du das Geld. Komm, brauchst nicht flüstern. Und den blöden Hut, den kannst du absetzen. Die haben hier keine Kameras. Was habt ihr mit Hirschfeld vor? Und wer steckt da noch dahinter? Ja, ich weiß. Du hältst dich für einen Partisan. Aber ich kann dir helfen. Vertrau mir. Ich könnte dir Bildmaterial besorgen. Das schnallst du ab. Das kostet natürlich ordentlich extra. Musikzimmer ist mir ans Herz gewachsen. Hier habe ich mich mit Henry getroffen. Wir haben Holunderblütenlikör getrunken. Wir haben uns über die Zukunft unterhalten. Vor allem die Zukunft des Osterbett. Wir treffen uns um 5 in der Halle, aber nicht in diesen Stöckelschuhen. Warte. Was denn? Mach das nochmal. Komm, das 5 Uhr hin. Ja, passt. Was ist hier los? Also das ist jetzt aber nicht ganz jungfrei, was ihr macht. Oh. Hast du schon das Neueste gehört? Warte, kau ab. Ey, sag mal, warte, kannst du nicht woanders suchen? Ein paar rechte Spinner planen einen Anschlag auf die Osterbäcker. Kaumi, warte. Die wollen der neuen Weltordnung den Kopf abschlagen. Warte, deine Lust auf Katastrophen ist unersättlich. Du bist aber geil auf deine Tontechnik. Wieder hier angekommen, ne, Warte. Sag mal, warte, weißt du was? Du bist, doch, das bist du. Du stinkst. Am zweiten Tag spür ich sofort, hier stimmt was nicht. Im Konferenzsaal eine seltsame Anspannung. Vielleicht, weil Hirschfeld heute reden wird. Oh mein Gott, ich darf seine Rede nicht vermasseln. Wattek sitzt schon da, schluckt eine Tablette nach der anderen. Ritalin. Er will wissen, ob der Tonmensch es mir gestern besorgt hat. Vorne steht schon der Vorstandschef einer Großbank und wippt vor dem Rednerpult, lächelt in den Saal hinaus. Es müsste losgehen. Worauf wartet Wattek? Ich sehe, wie er unter dem Tisch an etwas herumfummelt. Was macht er da? Lassen Sie mich verkürzt sagen, unternehmerische Verantwortung verlangt heutzutage globales Handeln. Das sage ich besonders gern hier in diesem Kreis.
Unsere wirtschaftliche Zukunft liegt in erfolgreichen Unternehmen. Darüber hinaus sichert nur eine starke Wirtschaft eine starke Demokratie. Unternehmen können nicht warten, bis gesellschaftlicher Konsens über unbequeme Maßnahmen erreicht ist. An dieser Stelle möchte ich nochmals an die Herren in der Politik und an die Zeitungsherausgeber appellieren. Wir müssen es den Leuten deutlicher erklären. Das staatliche Rentensystem muss aufgegeben werden. Die Leute sollen sich selbst um ihre Altersvorsorge kümmern. Unsere Banken bieten heute schon Produkte an, mit denen Rücklagen langfristig profitabel angelegt werden. Eine Märchenburg mit Türmen und Erkern, mitten in den Alpen. Frau Kostic! Oh Gott, der feine Pinkel vom Lenkungsausschuss. Und sein Gorilla ausgerechnet jetzt. Aber die haben nichts in der Hand. Schönen guten Tag, Frau Kostic. Was wollen Sie? Sie sehen doch, ich packe. Ja, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Das Symposium ist vorbei. Alle fahren nach Hause. Alle bis auf Hirschfeld. Was ist mit ihm? Schönes Zimmer haben Sie, Frau Kostic. Ein Himmelbett, ein Schminktisch und in dem Eiskübel war wohl eine Champagnerflasche. Ich will wissen, was mit Hirschfeld ist. Oh, Sie haben sogar einen Balkon. Was für ein fantastischer Ausblick. Die Alpen in ihrer ganzen Wuchtigkeit. Und dazu noch Abendsonne. Wie kommen Sie als kleine Angestellte in den Genuss eines solchen Privilegs? Frau Rettinger hat die Zimmerzuteilung vorgenommen, so viel ich weiß. Ich weiß nicht, wie viel Sie wissen, Frau Kostic. Ich weiß nur, dass Sie mehr wissen, als Sie zu wissen vorgeben. Und dass Sie nicht wissen, wie viel ich über Sie weiß. Ihre Eltern zum Beispiel, die führen ein schäbiges Rentnerdasein in einem Kaff auf dem Balkan. Sagen Sie mir endlich, was mit Hirschfeld ist! Sie hatten Glück, Frau Kostic. Sie sind als Elfjährige dem Balkan entkommen. Sie haben sich schön hochgestrampelt. Sie sind inzwischen eine erfolgreiche Übersetzerin, wie ich Ihre Akte entnehme. Schon seit 4 Jahren in unseren Diensten, stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. In höchstem Maße kompetent und zuverlässig. Ihre Umgangsformen äußerst angenehm. Vor solchen Leuten wie Ihnen hat mich Hirschfeld immer gewarnt. Wolfi. Hey, Sie tun mir weh. Wir helfen Ihnen nur, Ihre äußerst angenehmen Umgangsformen wiederzufinden. Können wir fortfahren? Schön. Gut, es geht um Bräuning. Aha, der Tonmensch. Ja, ich habe schon befürchtet, Sie würden sagen, Sie kennen ihn nicht. Wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. Was mache ich hier? Und alles nur die Idee von Benny. Also, rein in die Glitzerwelt. Vorbei an den Metalldetektoren, am Empfang das übliche Gedränge. Plötzlich ein Kerl im Parka. Rempelt sich durch die Herrschaften und hält seinen Ausweis hoch. Er ist vom Ton. Eine Fehlbesetzung, denke ich. 2 Wachbullen packen ihn, er wehrt sich und sie fackeln nicht lange. Willkommen im Club. Ist ja wohl das Letzte hier, ist ja eine Frechheit. Geht man so mit einem Tonmeister um? Hier, ein Taschentuch. Du blutest an der Lippe. Ah ja? Mann. Ich könnte jetzt friedlich im Studio sitzen, weißt du, und das Album des Jahres aufnehmen. So ein hochpräzises Chaos. So wilde Harmonien, die aber garantiert jeden zu Tränen rühren. Jeden. Was hält dich denn davon ab? Kein Wort zu Osterbeek. Von Daniel Götzsch. Regie Christoph Kalkowski. Hab's gleich geahnt. Kann nicht sein. Unmöglich. Du knackst den Jackpot nie. Ja, vor 4 Wochen kriege ich dann diesen Anruf. Häng grad mit Watchdogs im Studio. Ich weiß genau, was es braucht. Die Jungs, die haben zwar schon 5 Joints im Kopf, aber die verstehen mich. Okay, genau diesen Effekt hier. Genau diesen Hall. Genau dieses präzise Chaos. Dann plötzlich der Anruf, mein Chef. Ich soll für Benny einspringen? Der ist auf die Bahamas abgehauen? Das glaube ich nicht. Benny ist nicht so. Aber irgendwann hat der Chef dann den Tagessatz genannt. 1500 mal 3 macht 4500. Mann, das ist doch der Jackpot, habe ich gedacht. Aber dann ein komisches Gefühl, als ich zu dieser Rettinger muss. Ja. Ha 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 ha.
Jetzt sagen Sie mir ganz spontan, was Sie auf diesem Bild sehen. Auf diesem hier? Mhm. Zwei Tintenkleckse. Ach bitte, Herr Bräuning, jetzt lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Okay, dann sehe ich eine Art Fledermaus. Mhm. Und hier? Hier sehe ich einen Schmetterling. Oder, nee, warten Sie mal, eine Art... Verzeihen Sie, aber wenn Sie aufrecht im Stuhl sitzen würden, sehen Sie gleich viel vertrauenswürdiger aus, hm? Mhm. Ja, dann bleibe ich aber beim Schmetterling. Und was sehen Sie auf diesem Bild? Oh, ein Apfelbaum, nur verkehrt rum, also auf dem Kopf. So geht das den ganzen Nachmittag, ein Klecks nach dem anderen, echt. Kinderkram, denke ich. Und halt an die 4500, denke ich. Dann holt die Tante ein Gerät mit zwei verkabelten Metallstäben. Jetzt soll ich die Dinger halten? Sie stellt mir Fragen. Ja, die Scheidung meiner Eltern, eine Knieoperation mit 18, ausstehende Mieten fürs Studio, ein paar Strafzettel halt auch noch. Mann, die kennt sich in meiner Biografie besser aus als ich. Unsere wirtschaftliche Zukunft liegt in erfolgreichen Unternehmen. Darüber hinaus sichert nur eine starke Wirtschaft eine starke Demokratie. Unternehmen können nicht warten, bis gesellschaftlicher Konsens über unbequeme Maßnahmen erreicht ist. An dieser Stelle möchte ich nochmals an die Herren in der Politik und an die Zeitungsherausgeber appellieren. Wir müssen es den Leuten deutlicher erklären. Das staatliche Rentensystem muss aufgegeben werden. Die Leute sollen sich selbst um ihre Altersvorsorge kümmern. Unsere Banken bieten heute schon Produkte an, mit denen Rücklagen langfristig profitabel angelegt werden können. Stellen Sie sich vor, wie viele zusätzliche Gelder dem Finanzmarkt zufließen würden. Die Leute hätten als Rentner nicht länger das Gefühl, Bittsteller gegenüber dem Staat zu sein. Sie würden sich vielmehr wie mündige, eigenverantwortliche Bürger fühlen. Und wenn er recht hat? Wenn ein Anschlag auf die Osterbäcker geplant ist? Mein Gott, ich würde mit diesen Herren zerfetzt werden. Svenja Kosic, erfolgreiche Übersetzerin, 31 Jahre jung, stirbt bei einem Bombenanschlag. Meine armen Eltern würden es aus der Zeitung erfahren. Aber nein, ich würde gar nicht erwähnt werden. In der Zeitung stehen nur die Namen dieser Herren. Wenn ich sterbe, ist niemand gestorben. Ja, der zweite Tag beginnt ohne Probleme. So ein super Spitzenbanker. Sauberer Scheitel, schleppende Sprechweise. Na, solche Redner liebe ich. Dann so ein Ithaka-Minister mit rollenden Konsonanten, aber ist für mich kein Problem. Ein britischer Verleger mit Pressstimme und quäkenden Vokalen, aber das war auch nur eine Frage des Filters. Aber dann taucht ein Problem auf. Ein großes Problem. Ein Weißhaariger mit roter Fliegeschlurf zum Rednerpult. Hirschfeld heißt er. Let us recall the beginnings. Erinnern wir uns an die Anfänge des Symposiums. Ein fürchterlicher Krieg lag hinter uns. Europa war am Boden. After the Marshall Plan, we agreed that... Nach Biscuits? Köstlich. Es war trotz allem ein gutes Jahr, nicht wahr? Eigentlich war es wie immer. Wie damals in Helsingöhr 1969, in Saltjöbaden 1973, in Telfsbuchen 1988,
ins Tresa. In Ottawa. Mit Verlaub, Frau Rätinger, es war nicht wie immer. Und jedes Jahr schenkt mir Henry eine Schachtel Delice Chinois. Es gab schon im Vorfeld Bedenken. Erstens wussten wir, dass Hirschfeld wieder Ärger machen würde. Seine Reden wären von Jahr zu Jahr schlimmer. Zweitens haben wir geahnt, dass der junge Miles eine Zielscheibe abgeben könnte. Seine Pläne gelten in manchen Kreisen als staatsgefährdend. Und drittens... Möchten Sie wirklich keine Delice Chinois? Drittens wurde ein neuer Tontechniker aufgeboten. Was wollen Sie damit sagen? Bitte, lassen Sie uns hineingehen. Was den Tontechniker betrifft, haben wir uns nichts vorzuwerfen. Wir haben ihn wie jeden Angestellten auf Herz und Nieren geprüft. Bräuning ist ein Lamm. Manche Lämmer trauen sich bei schönem Wetter in die Nähe der Löwen. Seit wann führen Sie orientalische Weisheiten im Mund? Das ist von Ihrem Henry, Saltjobad 1973, wenn ich mich nicht täusche. Ach ja, die Löwen. Die Löwen sind müde geworden, hat mein Herr Vater immer gesagt. Die Löwen haben sich in ihre Höhlen zurückgezogen. Sie bestaunen ihre Jagdtrophäen und zählen ihr Geld. Oh, wäre ich nur dabei geblieben. Nie wieder Osterbeck, nie wieder. Ein Schwindelgefühl, als ich vor dem Fünf-Sterne-Hotel stehe. Eine Märchenburg mit Türmen und Erkern, mitten in den Alpen. Frau Kostic! Oh Gott, der feine Pinkel vom Lenkungsausschuss. Und sein Gorilla ausgerechnet jetzt. Aber die haben nichts in der Hand. Schönen guten Tag, Frau Kostic. Was wollen Sie? Sie sehen doch, ich packe. Ja, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Das Symposium ist vorbei. Alle fahren nach Hause. Alle bis auf Hirschfeld. Was ist mit ihm? Schönes Zimmer haben Sie, Frau Kostic. Ein Himmelbett, ein Schminktisch und in dem Eiskübel war wohl eine Champagnerflasche. Ich will wissen, was mit Hirschfeld ist. Oh, Sie haben sogar einen Balkon. Was für ein fantastischer Ausblick. Die Alpen in ihrer ganzen Wuchtigkeit. Und dazu noch abends. Nötigt. Rasch plündern. And we are also aware that if und wir wissen auch, dass wenn andere Staaten aufgrund der Bevölkerungsentwicklung nicht im... Aber hier können wir uns ungestört unterhalten. Okay, Jungs, ich habe meinen Job gemacht. Ich will jetzt nach Hause, klar? Okay, ein frommer Wunsch, nicht wahr, Rolf? Auch wir möchten nach Hause. Nach getaner Arbeit sollen wir nach Hause dürfen. Das ist gerecht und protestantisch. Ich bin Katholik. Kleiner Scherz. Leider verzögert sich unsere Arbeit. Ja, ja. Wir suchen auch immer den USB-Stick mit den Aufnahmen. Nebenbei würden wir auch gerne erfahren, wer dahinter steckt. Also, Bräuning, lassen Sie uns anfangen. Haben Sie nicht zugehört? Das muss hier ein Missverständnis sein. Ich falsch an. Gut, dann ist es halt wie du meinst. Nein, Bräuning, so wird das nichts. Können Sie sich mal wenigstens meine Handfessel lockern? Was ist denn das hier? Rolf? Weißt du, wenn es Abend ist? Hey, komm, wir Finger auf, Finger weg, Mann! Nein, Mann, lass mich los! Lass mich los, hier, Gorilla, hier! Lass mich Finger weg, hier! Mann, ey! So! Mann, ey, nein, lassen Sie mich los, Mann! Ihnen ist doch klar, dass ich Besseres zu tun hätte, als mich mit Ihnen hier rumzuschlagen! Jetzt! In dieser Sekunde! Zu Osterbeek. Von Daniel Götzsch. Regie Christoph Kalkowski. Hab's gleich geahnt. Kann nicht sein. Unmöglich. Du knackst den Jackpot nie. Ja, vor 4 Wochen kriege ich dann diesen Anruf. Häng grad mit Watchdogs im Studio. Ich weiß genau, was es braucht.
Die Jungs, sie haben zwar schon 5 Joints im Kopf, aber die verstehen mich. Okay, genau diesen Effekt hier, genau diesen Hall, genau dieses präzise Chaos. Dann plötzlich der Anruf, mein Chef. Ich soll für Benny einspringen? Der ist auf die Bahamas abgehauen? Das glaube ich nicht. Benny ist nicht so. Aber irgendwann hat der Chef dann den Tagessatz genannt. 1500 mal 3 macht 4500. Mann, das ist doch der Jackpot, habe ich gedacht. Aber dann ein komisches Gefühl, als ich zu dieser Rätinger muss. Ja. Jetzt sagen Sie mir ganz spontan, was Sie auf diesem Bild sehen. Auf diesem hier? Mhm. Hat es geschmälert. Wir sitzen nun am Steuer der globalen Weltwirtschaft. Wir bestimmen die Politik der Stadtregierung. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist nur Mist. Man müsste diesen ganzen Zirkus einfach in die Luft jagen. Scheiße. Man müsste den ganzen Zirkus in die Luft jagen. Das hat er gesagt? Wortwörtlich. Nun könnte man sagen, Wattek ist ein Zyniker, ja? Und Zyniker bellen, also beißen sie nicht. Aber ehrlich gesagt, ich würde ihm alles zutrauen. Wenn Sie einen Verschwörer suchen, dann würde ich mich an Wattek wenden. Na endlich. Na, Benny? Deine Tarnung für dich habe ich mir gut ausgedacht. Ne? Du kannst mit deiner Chipkarte, wohin du willst, das war nicht einfach. Und dann hier, bei der Elite der Welt, hast du das Geld. Komm, brauchst nicht flüstern. Und den blöden Hut, den kannst du absetzen. Die haben hier keine Kameras. Was habt ihr mit Hirschfeld vor? Und wer steckt da noch dahinter? Ja, ich weiß. Du hältst dich für einen Partisan. Aber ich kann dir helfen. Vertrau mir. Ich könnte dir Bildmaterial besorgen. Da schnallst du ab. Das kostet natürlich ordentlich extra. Das Musikzimmer ist mir ans Herz gewachsen. Hier habe ich mich mit Henry getroffen. Wir haben Holunderblütenlikör getrunken. Wir haben uns über die Zukunft unterhalten. Vor allem die Zukunft des Osterbett. Wir treffen uns um 5 in der Halle, aber nicht in diesen Stöckelschuhen. Warte. Was denn? Mach das nochmal. Komm, das 5 Uhr hin. Ja, das. Was ist hier los? Also das ist jetzt aber nicht ganz jungfrei, was ihr macht. Oh. Hast du schon das Neueste gehört? Warte, kau ab. Ein paar rechte Spinner planen einen Anschlag auf die Osterbäcker. Kaugummi, Wattek? Die wollen der neuen Weltordnung den Kopf abschlagen. Wattek, deine Lust auf Katastrophen ist unersättlich. Du bist aber so geil auf deine Tontechnik. Wieder hier, danke. Mhm. Ja. Anfangs habe ich mich ganz genauso benommen. Hab auch geglaubt, ich könnte einfach in den Salon Royal reinspazieren. Hab auch was auf die Nase bekommen. Das ist ein kranker Verein, ist das. Wie sagst du das? Müsste das sein? Können Sie auch woanders hinsetzen. Ach komm, ich gehöre seit 1998 dazu. War ein echter Schock, als ich zum ersten Mal den leibhaftigen Kissinger gesehen habe. Später noch die Thatcher, Genscher, Andreotti und Giscard d'Estaing. Wie? Giscard d'Estaing. Das sind alles Leute, von denen man immer denkt, die wären längst tot. Nee, die leben. Und zwar besser als du und ich. Und sollen sie leben, das ist mir wurscht. 1998, mein erstes Mal. Ja. Mein erstes Mal hier, das war ein ganz besonderes Jahr. Damals musste sich ein junger britischer Abgeordneter auf dem Symposium bewähren. Hat die Hosen runtergelassen und viel Beifall geerntet. Ein Jahr später wurde dieser Tony Blair Premierminister. Ja? Was willst du jetzt eigentlich mit deinen Aufnahmen anstellen?
willst du nun dieses Video haben oder nicht? Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Ein anderes Problem, das eine rasche und einfache Lösung erfordert, ist die Geburtenkontrolle. Fraglos stellt das Bevölkerungswachstum ein größeres Problem dar für den Wohlstand der Menschen als erwartet. Wir müssen Lösungen generieren, wie wir sie damals in den 80ern in Afrika gefunden haben. Wir riskieren, dass über den ganzen Erdball eine Frustration, eine Verbitterung, eine panische Wut sich ausbreitet, explosiver noch als das Bevölkerungswachstum selbst. Deswegen sind Lösungen im Bereich der Viren- und Bakterienforschung gefragt. Wir wissen, dass wir unsere eigenen Reserven an Boden schätzen, die unsere Industrie benötigt, rasch plündern. Und wir wissen auch, dass... Sie haben sich schön hochgestrampelt. Sie sind inzwischen eine erfolgreiche Übersetzerin, wie ich Ihre Akte entnehme. Schon seit 4 Jahren in unseren Diensten, stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. In höchstem Maße kompetent und zuverlässig. Ihre Umgangsformen äußerst angenehm. Vor solchen Leuten wie Ihnen hat mich Hirschfeld immer gewarnt. Rolfi. Hey, Sie tun mir weh. Wir helfen Ihnen nur, Ihre äußerst angenehmen Umgangsformen wiederzufinden. Können wir fortfahren? Schön. Gut, es geht um Bräuning. Aha, der Tonmensch. Ja, ich habe schon befürchtet, Sie würden sagen, Sie kennen ihn nicht. Wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. Was mache ich hier? Und alles nur die Idee von Benny. Also, rein in die Glitzerwelt. Vorbei an den Metalldetektoren, am Empfang das übliche Gedränge. Plötzlich ein Kerl im Parka. Rempelt sich durch die Herrschaften und hält seinen Ausweis hoch. Er ist vom Ton. Eine Fehlbesetzung, denke ich. 2 Wachbullen packen ihn, er wehrt sich und sie fackeln nicht lange. Willkommen im Club. Ist ja wohl das Letzte hier, ist ja eine Frechheit. Geht man so mit einem Tonmeister um? Ja, ein Taschentuch. Du blutest an der Lippe. Ah ja? Mann. Ich könnte jetzt friedlich im Studio sitzen, weißt du, und das Album des Jahres aufnehmen. So ein hochpräzises Chaos. So wilde Harmonien, die aber garantiert jeden zu Tränen rühren. Jeden. Was hält dich denn davon ab? 4.500 Euro. Ja, dann bist du hier am richtigen Ort. Im Herzen der Plutokratie. Ja, du kennst dich hier aus, was? Muss jetzt mal zum Soundcheck. Sag mal, wanderst du gerne? Ehrlich gesagt. Ja, super, gut. Dann morgen früh um 5. Wir treffen uns hier. Und dann wandern wir hinauf zum Gipfel. Ausweis hoch. Er ist vom Ton. Eine Fehlbesetzung, denke ich. 2 Wachbullen packen ihn. Er wehrt sich und sie fackeln nicht lange. Willkommen im Club. Ist ja wohl das Letzte hier. Ist ja eine Frechheit. Geht man so mit einem Tonmeister um? Ja, ein Taschentuch. Du blutest an der Lippe. Ah ja? Mann. Ich könnte jetzt friedlich im Studio sitzen, weißt du, und das Album des Jahres aufnehmen. So ein hochpräzises Chaos. So wilde Harmonien, die aber garantiert jeden zu Tränen rühren. Jeden. Was hält dich denn davon ab? 4.500 Euro. Ja, dann bist du hier am richtigen Ort. Im Herzen der Plutokratie. Ja, du kennst dich hier aus, was? Muss jetzt mal zum Soundcheck. Sag mal, wanderst du gerne? Ehrlich gesagt. Ja, super, gut. Dann morgen früh um 5. Wir treffen uns hier. Und dann wandern wir hinauf. Ein anderes Problem, das eine rasche und einfache Lösung erfordert, ist die Geburtenkontrolle.
Ost Ingenieur aus einem verarmten Adel bei den Osterbäckern verloren hat. Sie werden jedoch nun auch geduldet, weil Ihr Vater als Gründerfigur gilt. Was tun Sie hier schon außer Delice Chinois essen? Alles fettlos, Herr von Zilk. Henry hat bereits einen Nachfolger für den Lenkungsausschuss. Es wird Ihnen im Übrigen nahegelegt, nicht mehr zum Symposium zu erscheinen. So einfach lass ich mich nicht ausboten, Frau Rätinger. Rolf! Fahr den Bentley vor! Nein, Rolf! Reiß mir deine Dienstwaffe und bring die beiden Patienten hinaus! Alles wird gut, hörst du? Hm? Nicht? Wieso, wer bist du überhaupt? Da wolltest du mit mir rauf, weißt du? Benny, jetzt sag doch auch mal was. Boah, ist ja eine richtige Wiese hier. Keine Sorge, komm. Benny fährt uns jetzt nach Hause. Wieso hast denn du so komisch gemacht? Mein Gott, was haben sie mit dir gemacht? Dein Unterarm, was sind das für Punkte? Schweine, aber das werden sie büßen. Schau mal. Benny, jetzt sag du doch auch mal was. Oder hast du sie? Schweine, aber dafür werden sie büßen. Guck mal, da sind schon Schau mal, was wir haben. Diese Schweine. Schau, was wir haben. Das ist Hirschfeld-Vermächtnis. Aufnahmen aus all den Jahren. Die heimlichen Gespräche, der ganze perverse Kram. Benny hat das schon mal den Radioleuten geregelt. Hey, Phil, die werden das senden. Und danach wird es kein Osterbeck-Symposium mehr geben. Hey, Benny, warte, was ist? Was ist mit Phil? Hey, Benny, warte, wir können ihn noch nicht hier lassen. Benny, was sind das für Männer? Guten Abend. Wie Sie sicher wissen, gilt unsere Regel auch hier draußen in den schönen Alpen. Kein Wort zu Osterbeck. Rolf, bitte walte deines Amtes. Bedienen Sie sich, Delice Chinois. Ein Geschenk von Henry. Das ist mir zu süß. Ich würde es vorziehen, hineinzugehen. Dieser Ingwer-Schaum zwischen den Biskuits? Köstlich. Es war trotz allem ein gutes Jahr. Nicht wahr? Eigentlich war es wie immer. Wie damals in Helsingöhr 1969, in Saltjöbaden 1973, in Telfsbuchen 1988, in Stresa, in Ottawa. Mit Verlaub, Frau Rätinger, das war nicht wie immer. Und jedes Jahr schenkt mir Henry eine Schachtel Delice Chinois. Es gab schon im Vorfeld Bedenken. Erstens wussten wir, dass Hirschfeld wieder Ärger machen würde. Seine Reden wären von Jahr zu Jahr schlimmer. Zweitens haben wir geahnt, dass der junge Miles eine Zielscheibe abgeben könnte. Seine Pläne gelten in manchen Kreisen als staatsgefährdend. Und drittens... Möchten Sie wirklich keine Delice Chinois? Drittens wurde ein neuer Tontechniker aufgeboten. Was wollen Sie damit sagen? Bitte, lassen Sie uns hineingehen. Was den Tontechniker betrifft, haben wir uns nichts vorzuwerfen. Wir haben ihn wie jeden Angestellten auf Herz und Nieren geprüft. Bräuning ist ein Lamm. Manche Lämmer tauchen sich bei schönem Wetter in die Nähe der Löwen. Seit wann führen Sie orientalische Weisheiten im Mund? Das ist von Ihrem Henry, Saltjöbaden 1973, wenn ich mich nicht täusche. Ach ja, die Löwen. Die Löwen sind müde geworden, hat mein Herr Vater immer gesagt. Die Löwen haben sich in ihre Höhlen zurückgezogen. Sie bestaunen ihre Jagdtrophäen und zählen ihr Geld. Oh, wäre ich nur dabei geblieben. Nie wieder Osterbeck, nie wieder. Ein Schwindelgefühl, als ich vor dem Fünf-Sterne-Hotel stehe. Eine Märchenburg mit
Türmen und Erkern, mitten in den Alpen. Oh Gott, der feine Pinkel vom Lenkungsausschuss. Und sein Gorilla ausgerechnet jetzt. Aber die haben nichts in der Hand. Schönen guten Tag, Frau Kosic. Was wollen Sie? Sie sehen doch, ich packe. Ja, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Das Symposium ist vorbei, alle fahren nach Hause. Alle bis auf Hirschfeld. Was ist mit ihm? Schönes Zimmer haben Sie, Frau Kosic. Ein Himmelbett, ein Schminktisch und in dem Eiskübel war wohl eine Champagnerflasche. Ich will wissen, was mit Hirschfeld ist. Oh, Sie haben sogar einen Balkon. Was für ein fantastischer Ausblick. Die Alpen in ihrer ganzen Wuchtigkeit. Und dazu noch abends. Nötigt. Ist nicht so. Aber irgendwann hat der Chef dann den Tagessatz genannt. 1500 mal 3 macht 4500. Mann, das ist doch der Jackpot, habe ich gedacht. Aber dann ein komisches Gefühl, als ich zu dieser Rätinger muss. Ja. Jetzt sagen Sie mir ganz spontan, was Sie auf diesem Bild sehen. Auf diesem hier? Mhm. Zwei Tintenkleckse? Ach bitte, Herr Bräuning. Jetzt lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Okay, dann sehe ich eine Art Fledermaus. Aha. Und hier? Hier sehe ich einen Schmetterling. Oder, nee, warten Sie mal, eine Art... Verzeihen Sie, aber wenn Sie aufrecht im Stuhl sitzen würden, sehen Sie gleich viel vertrauenswürdiger aus. Hm? Mhm. Ja, dann bleibe ich aber beim Schmetterling. Und was sehen Sie auf diesem Bild? Oh. Ah. Ein Apfelbaum. Nur verkehrt rum. Also auf dem Kopf. So geht das den ganzen Nachmittag. Ein Klecks nach dem anderen, echt. Kinderkram, denke ich. Und halt an die 4500, denke ich. Dann holt die Tante ein Gerät mit zwei verkabelten Metallstäben. Jetzt will ich die Dinger halten. Sie stellt mir Fragen. Ja, die Scheidung meiner Eltern, eine Knieoperation mit 18, ausstehende Mieten fürs Studio, ein paar Strafzettel halt auch noch. Mann, die kennt sich in meiner Biografie besser aus als ich. Verlassen uns die ersten Gäste. Sehen Sie die beiden roten Punkte, die im Wäldchen verschwinden? Das ist der Maybach von Lord Carrington. Ein bemerkenswerter Mann. Er schweigt und altert in Würde. Wenn Sie gestatten, Frau Rätinger, würde ich gerne etwas mit Ihnen besprechen. Ach, und Wallenbergs Hubschrauber ist auch schon gestartet vor einer halben Stunde. Ein tüchtiger, gescheiter Mensch. Aber warum trägt er immer italienische Anzüge? Ach, und auch Henry wird in Kürze seine Suite räumen. Es ist eine Schande. Die Herrschaften verlassen uns, wenn es am schönsten ist. Wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet und man meinen möchte, die Welt enthalten... Das Herausgeber appellieren. Wir müssen es den Leuten deutlicher erklären. Das staatliche Rentensystem muss aufgegeben werden. Die Leute sollen sich selbst um ihre Altersvorsorge kümmern. Unsere Banken bieten heute schon Produkte an, mit denen Rücklagen langfristig profitabel angelegt werden können. Stellen Sie sich vor, wie viele zusätzliche Gelder dem Finanzmarkt zufließen würden. Die Leute hätten als Rentner nicht länger das Gefühl, Bittsteller gegenüber dem Staat zu sein. Sie würden sich vielmehr wie mündige, eigenverantwortliche Bürger fühlen. Hat? Wenn ein Anschlag auf die Osterbäcker geplant ist? Mein Gott,
Ich würde mit diesen Herren zerfetzt werden. Svenja Kosic, erfolgreiche Übersetzerin, 31 Jahre jung, stirbt bei einem Bombenanschlag. Meine armen Eltern würden es aus der Zeitung erfahren. Aber nein, ich würde gar nicht erwähnt werden. In der Zeitung stehen nur die Namen dieser Herren. Wenn ich sterbe, ist niemand gestorben. Ja, der zweite Tag beginnt ohne Probleme. So ein super Spitzenbanker. Sauberer Scheitel, schleppende Sprechweise. Na, solche Redner liebe ich. Dann so ein Ithaka-Minister mit rollenden Konsonanten, aber ist für mich kein Problem. Ein britischer Verleger mit Pressstimme und quäkenden Vokalen, aber das war auch nur eine Frage des Filters. Aber dann taucht ein Problem auf. Ein großes Problem. Ein Weißhaariger mit roter Fliegeschlurft zum Rednerpult. Hirschfeld heißt er. Let us recall the beginnings. Erinnern wir uns an die Anfänge des Symposiums. Ein fürchterlicher Krieg lag hinter uns. Europa war am Boden. After the Marshall Plan, we agreed that... Wie soll ich denn erklären, dass ich der Einzige vom Personal bin, der hier ein Handy benutzen darf? Ja, was soll ich denn denen erzählen? Ich dolmetsche. Der erste Tag wie immer, wie auf jedem Symposium. Ich sitze mit Wartek in der Kabine, habe ihn... Jetzt sagen Sie mir ganz spontan, was Sie auf diesem Bild sehen. Auf diesem hier? Mhm. Zwei Tintenkleckse? Ach bitte, Herr Bräuning, jetzt lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Okay, dann sehe ich eine Art Fledermaus. Und hier? Hier sehe ich einen Schmetterling. Oder, nee, warten Sie mal, eine Art... Verzeihen Sie, aber wenn Sie aufrecht im Stuhl sitzen würden, sehen Sie gleich viel vertrauenswürdiger aus. Hm? Mhm. Ja, dann bleibe ich aber beim Schmetterling. Und was sehen Sie auf diesem Bild? Oh. Ah. Ein Apfelbaum. Nur verkehrt rum. Also auf dem Kopf. So geht das den ganzen Nachmittag. Ein Klecks nach dem anderen, echt. Kinderkram, denke ich. Und halt an die 4500, denke ich. Dann holt die Tante ein Gerät mit zwei verkabelten Metallstäben. Jetzt will ich die Dinger halten. Sie stellt mir Fragen. Ja, die Scheidung meiner Eltern, eine Knieoperation mit 18, ausstehende Mieten fürs Studio, ein paar Strafzettel halt auch noch. Mann, die kennt sich in meiner Biografie besser aus als ich. Verlassen uns die ersten Gäste. Sehen Sie die beiden roten Punkte, die im Wäldchen verschwinden? Das ist der Maybach von Lord Carrington. Ein bemerkenswerter Mann. Er schweigt und altert in Würde. Wenn Sie gestatten, Frau Rätinger, würde ich gerne etwas mit Ihnen besprechen. Ach, und Wallenbergs Hubschrauber ist auch schon gestartet vor einer halben Stunde. Ein tüchtiger, gescheiter Mensch. Aber warum trägt er immer italienische Anzüge? Ach, und auch Henry wird in Kürze seine Suite räumen. Es ist eine Schande. Die Herrschaften verlassen uns, wenn es am schönsten ist. Wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet und man meinen möchte, die Welt enthalte doch noch einige Geheimnisse. Verschwörung würde ich es nennen. Manchmal, Herr von Zilk, reden Sie wie ein Teppichhändler. Wollen wir nicht lieber in den Speisesaal gehen? Oh. Sehen Sie mal dort in der Wiese. Sind das unsere Leute vom Sicherheitsdienst? Murmeltiere. Im Gegensatz zu den Murmeltieren haben wir keine natürlichen Feinde. Aber bitte. Sieh durch die Herrschaften und hält seinen Ausweis hoch. Er ist vom Ton. Eine
Fehlbesetzung, denke ich. Zwei Wachbullen packen ihn, er wehrt sich und sie fackeln nicht lange. Willkommen im Club. Ist ja wohl das Letzte hier, ist ja eine Frechheit. Geht man so mit einem Tonmeister um? Ja, ein Taschentuch. Du blutest an der Lippe. Ah ja? Mann. Ich könnte jetzt friedlich im Studio sitzen, weißt du, und das Album des Jahres aufnehmen. So ein hochpräzises Chaos. So wilde Harmonien, die aber garantiert jeden zu Tränen rühren. Jeden. Was hält dich denn davon ab? 4.500 Euro. Ja, dann bist du hier am richtigen Ort. Im Herzen der Plutokratie. Ja, du kennst dich hier aus, was? Muss jetzt mal zum Soundcheck. Sag mal, wanderst du gerne? Ehrlich gesagt. Ja, super, gut. Dann morgen früh um 5. Wir treffen uns hier. Und dann wandern wir hinauf zum Gipfel. Bus weiß hoch. Er ist vom Ton. Eine Fehlbesetzung, denke ich. Zwei Wachbullen packen ihn. Er wehrt sich und sie fackeln nicht lange. Willkommen im Club. Ist ja wohl das Letzte hier. Ist ja eine Frechheit. Geht man so mit einem Tonmeister um? Ja, ein Taschentuch. Du blutest an der Lippe. Ah ja? Mann. Ich könnte jetzt friedlich im Studio sitzen, weißt du, und das Album des Jahres aufnehmen. So ein hochpräzises Chaos. So wilde Harmonien, die aber garantiert jeden zu Tränen rühren. Jeden. Was hält dich denn davon ab? 4.500 Euro. Ja, dann bist du hier am richtigen Ort. Im Herzen der Plutokratie. Ja, du kennst dich hier aus, was? Muss jetzt mal zum Soundcheck. Sag mal, wanderst du gerne? Ehrlich gesagt. Ja, super, gut. Dann morgen früh um 5. Wir treffen uns hier. Und dann wandern wir hinauf zum Gipfel. Dort liegt ewiger Schnee. Ewiger Schnee, ewiger Schnee. Was meint er damit? Ja, also, nö, also, kann mich nicht beklagen. Also, im Fernsehen haben die da mit 120 Sendern. Wegdienst, Bügelservice, Fußmassage rund um die Uhr, also nö, ist okay. Ja gut, die Arbeit ist nicht gerade berauschend, aber solange... In der Kabine, hab ihn seit Ottawa nicht mehr gesehen. Noch immer sein Grinsen, die abgekauten Fingernägel, das Gezappel mit dem Knie. Wir gehen die Reihenfolge der Redner durch, die üblichen Verdächtigen. Und wie üblich... pickt er sich die Rosinen raus. Du machst den Hirschfeld und den jungen Mais mache ich. Was? Steht das in der Bibel? Und werd jetzt nicht kompliziert. Der junge Schnösel ist zum ersten Mal hier. Großvater Wirtschaftsnobelpreisträger, Vater Hedgefondsgründer. Okay. Ich sage dir, dieser Typ, der wird hier was Aberwitziges verzapfen. Ach so, du opferst dich sozusagen für mich, ja? Svenja, also bitte, wo hast denn du jetzt hier warum verbeißt du dich denn so in diesem Schnösel? Ich will doch nur sicher sein, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ja. Laufen wir? Anfangs habe ich mich ganz genauso benommen. Hab auch geglaubt, ich könnte einfach in den Salon Royal reinspazieren. Hab auch was auf die Nase bekommen. Das ist ein kranker Verein, ist das. Wie sagst du das? Muss das sein? Können Sie auch woanders hinsetzen. Ach komm, ich gehöre seit 1998 dazu. War ein echter Schock, als ich zum ersten Mal den leibhaftigen Kissinger gesehen habe. Später noch die Thatcher. Genscher, Andreotti. Und Giscard d'Estaing. Wie? Giscard d'Estaing. Das sind alles Leute, von denen man immer denkt, die wären längst tot. Nee, die leben. Und zwar besser als du und ich. Und sollen sie leben, das ist mir wurscht. 1998, mein erstes Mal. Ja. Mein erstes Mal hier, das war ein ganz besonderes Jahr. Damals musste sich ein junger britischer Abgeordneter auf dem Symposium bewähren. Hat die Hosen runtergelassen und viel Beifall geerntet. Ein Jahr später wurde dieser Tony Blair... Premierminister. Ja. Ja? Was willst du jetzt eigentlich mit deinen Aufnahmen anstellen? Willst du nun dieses Video haben oder nicht? Also,
Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Ein anderes Problem, das eine rasche und einfache Lösung erfordert, ist die Geburtenkontrolle. Fraglos stellt das Bevölkerungswachstum ein größeres Problem dar für den Wohlstand der Menschen als erwartet. Wir müssen Lösungen generieren, wie wir sie damals in den 80ern in Afrika... Als Trägervater Hedgefondsgründer. Ich sage dir, dieser Typ, der wird hier was Aberwitziges verzapfen. Ach so, du opferst dich sozusagen für mich, ja? Svenja, also bitte, wo hast denn du jetzt hier... Hey, warum verbeißt du dich denn so in diesem Schnösel? Ich will doch nur sicher sein, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ja. Laufen wir? Anfangs habe ich mich ganz genauso benommen. Hab auch geglaubt, ich könnte einfach in den Salon Royal reinspazieren. Hab auch was auf die Nase bekommen. Ist ein Trank auf Wein, ist das. Wem sagst du das? Müsste das sein? Können Sie auch woanders hinsetzen. Ach komm, ich gehöre seit 1998 dazu. War ein echter Schock, als ich zum ersten Mal den leibhaftigen Kissinger gesehen habe. Später noch die Thatcher. Genscher, Andreotti. Und Giscard d'Estaing. Wem? Giscard d'Estaing. Das sind alles Leute, von denen man immer denkt, die wären längst tot. Nee, die leben. Und zwar besser als du und ich. Und sollen sie leben, das ist mir wurscht. 1998, mein erstes Mal. Ja. Mein erstes Mal hier, das war ein ganz besonderes Jahr. Damals musste sich ein junger britischer Abgeordneter auf dem Symposium bewähren. Hat die Hosen runtergelassen und viel Beifall geerntet. Ein Jahr später wurde dieser Tony Blair... Premierminister. Ja. Ja? Was willst du jetzt eigentlich mit deinen Aufnahmen anstellen? Willst du nun dieses Video haben oder nicht? Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Ein anderes Problem, das eine rasche und einfache Lösung erfordert, ist die Geburtenkontrolle. Fraglos stellt das Bevölkerungswachstum ein größeres Problem dar für den Wohlstand der Menschen als erwartet. Wir müssen Lösungen generieren, wie wir sie damals in den 80ern in Afrika gefunden haben. Wir riskieren, dass über den ganzen Erdball eine Frustration, eine Verbitterung, eine panische Wut sich ausbreitet, explosiver noch als das Bevölkerungswachstum selbst. Deswegen sind Lösungen im Bereich der Viren- und Bakterienforschung gefragt. Mit der Bilderberg-Konferenz, die seit 1954 jedes Jahr an einem geheimen Ort stattfindet. Auch nächstes Jahr werden rund 100 einflussreiche Persönlichkeiten zusammenkommen, um über die Weltprobleme zu diskutieren und sich... Feinde. Aber bitte, Herr von Zirk, bedienen Sie sich. Ödelis Chinois. Ein Geschenk von Henry. Das ist mir zu süß. Ich würde es vorziehen, hineinzugehen. Dieser Ingwerschaum zwischen den Biskuits? Köstlich. Es war trotz allem ein gutes Jahr, nicht wahr? Ich weiß wie immer. Wie damals in Helsingöhr 1969, in Saltjöbaden 1973, in Telfsbuchen 1988, in Stresa, in Ottawa. Mit Verlaub, Frau Rätinger, es war nicht wie immer. Und jedes Jahr schenkt mir Henry eine Schachtel Delice Chinois. Es gab schon im Vorfeld Bedenken. Erstens wussten wir, dass Hirschfeld wieder Ärger machen würde.
Seine Reden werden von Jahr zu Jahr schlimmer. Zweitens haben wir geahnt, dass der junge Miles eine Zielscheibe abgeben könnte. Seine Pläne gelten in manchen Kreisen als staatsgefährdend. Und drittens... Möchten Sie wirklich keine Delice, Chinois? Drittens wurde ein neuer Tontechniker aufgeboten. Was wollen Sie damit sagen? Bitte, lassen Sie uns hineingehen. Was den Tontechniker betrifft, haben wir uns nichts vorzuwerfen. Wir haben ihn wie jeden Angestellten auf Herz und Nieren geprüft. Bräuning ist ein Lamm. Manche Lämmer tauchen sich bei schönem Wetter in die Nähe der Löwen. Seit wann führen Sie orientalische Weisheiten im Mund? Das ist von Ihrem Henry, Saltio Bar 1973, wenn ich mich nicht täusche. Ach ja, die Löwen. Die Löwen sind müde geworden, hat mein Herr Vater immer gesagt. Die Löwen haben sich in ihre Höhlen zurückgezogen. Sie bestaunen ihre Jagdtrophäen und zählen ihr Geld. Oh, wäre ich nur dabei geblieben. Nie wieder Osterbeck, nie wieder. Ein Schwindelgefühl, als ich vor dem Fünf-Sterne-Hotel stehe. Eine Märchenburg mit Türmen und Erkern, mitten in den Alpen. Frau Kostic. Oh Gott, der feine Pinkel vom Lenkungsausschuss. Und sein Gorilla ausgerechnet jetzt. Aber die haben nichts in der Hand. Schönen guten Tag, Frau Kostic. Was wollen Sie? Sie sehen doch, ich packe. Ja, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Das Symposium ist vorbei. Alle fahren nach Hause. Alle bis auf Hirschfeld. Was ist mit ihm? Schönes Zimmer haben Sie, Frau Kost. Leuten wie Ihnen hat mich Hirschfeld immer gewarnt. Rolfi. Hey, Sie tun mir weh. Wir helfen Ihnen nur, Ihre äußerst angenehme Umgangsform wiederzufinden. Können wir fortfahren? Schön. Gut. Es geht um Bräuning. Aha. Der Tonmensch. Ja, ich habe schon befürchtet, Sie würden sagen, Sie kennen ihn nicht. Wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. Was mache ich hier? Und alles nur die Idee von Benny. Also, rein in die Glitzerwelt. Vorbei an den Metalldetektoren, am Empfang das übliche Gedränge. Plötzlich ein Kerl im Parka. Rempelt sich durch die Herrschaften und hält seinen Ausweis hoch. Er ist vom Ton. Eine Fehlbesetzung, denke ich. Zwei Wachbullen packen ihn, er wehrt sich und sie fackeln nicht lange. Willkommen im Club. Ist ja wohl das Letzte hier, ist ja eine Frechheit. Geht man so mit einem Tonmeister um? Ja, ein Taschentuch. Du blutest an der Lippe. Ah ja? Mann. Ich könnte jetzt friedlich im Studio sitzen, weißt du, und das Album des Jahres aufnehmen. So ein hochpräzises Chaos. So wilde Harmonien, die aber garantiert jeden zu Tränen rühren. Jeden. Was hält dich denn davon ab? 4.500 Euro. Ja, dann bist du hier am richtigen Ort. Im Herzen der Plutokratie. Ja, du kennst dich hier aus, was? Muss jetzt mal zum Soundcheck. Sag mal, wanderst du gerne? Ehrlich gesagt. Ja, super, gut. Dann morgen früh um 5. Wir treffen uns hier. Und dann wandern wir hinauf zum Gipfel. Dort liegt ewiger Schnee. Ewiger Schnee, ewiger Schnee. Was meint er damit? Ja, also, nö, also, kann mich nicht beklagen. Also, im Fernsehen haben die da mit 120 Sendern. Wegdienst, Bügelservice, Fußmassage rund um die Uhr. Also, nö, ist okay. Ja gut, die Arbeit ist nicht gerade berauschend, aber solange ich meine Nische habe mit dem Pult. Ja, der erste Redner, das war so ein NATO-Heini mit Schweinchengesicht. Ich stecke ihm das Mikro ans Revers, er lächelt durch mich hindurch. Es wird Probleme geben, das weiß ich sofort.
Renate Heine besitzt so eine Fit. Genauso benommen. Hab auch geglaubt, ich könnte einfach in den Salon Royal reinspazieren. Hab auch was auf die Nase bekommen. Ein Trank auf Wein ist das. Wem sagst du das? Muss das sein? Können Sie auch woanders hinsetzen. Ach komm, ich gehöre seit 1998 dazu. War ein echter Schock, als ich zum ersten Mal den leibhaftigen Kissinger gesehen habe. Später noch die Thatcher, Genscher, Andreotti und Giscard d'Estaing. Wen? Giscard d'Estaing. Das sind alles Leute, von denen man immer denkt, die wären längst tot. Nee, nee, die leben. Und zwar besser als du und ich. Und sollen sie leben, das ist mir wurscht. 1998, mein erstes Mal. Ja, ja. Mein erstes Mal hier, das war ein ganz besonderes Jahr. Damals musste sich ein junger britischer Abgeordneter auf dem Symposium bewähren. Hat die Hosen runtergelassen und viel Beifall geerntet. Ein Jahr später wurde dieser Tony Blair Premierminister. Ja. Ja? Was willst du jetzt eigentlich mit deinen Aufnahmen anstellen? Willst du nun dieses Video haben oder nicht? Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Another problem, which ein anderes Problem, das eine rasche und einfache Lösung erfordert, ist die Geburtenkontrolle. Fraglos stellt das Bevölkerungswachstum ein größeres Problem dar für den Wohlstand der Menschen als erwartet. Wir müssen Lösungen generieren, wie wir sie damals in den 80ern in Afrika gefunden haben. Wir riskieren, dass über den ganzen Erdball eine Frustration, eine Verbitterung, eine panische Wut sich ausbreitet, explosiver noch als das Bevölkerungswachstum selbst. Deswegen sind Lösungen im Bereich der Viren- und Bakterienforschung gefragt. Wir wissen, dass wir unsere eigenen Reserven an Bodenschätzen, die unsere Industrie benötigt, rasch plündern. Und wir wissen auch, dass wenn andere Staaten aufgrund der Bevölkerungsentwicklung nicht imstande sind, uns etwas zu... Unsere Spezialisten haben die relevanten Videodateien herausgesucht. Wir könnten mit der Sichtung beginnen. Hi, Phil. Phil Bräuning. Ich weiß, dass du alles mitschneidest. Nein, nein. Das darf nicht sein. Aber ich hab da was für dich. Hier, schau dir das mal an. Das ist ein Kracher, oder? Hä? Das interessiert dich gar nicht? Nur wegen der schönen Stimme? Na, dann lass dich mal nicht erwischen. Rolf? Rolf! Klick das Ding an! Endlich. Dieser Ausschnitt ist von Freitag 21.39 Uhr. Hotelflur, dritter Stock, Westflügel. Du, ich hab dich heute gehört. Der Tonmensch. Ja, genial. Also ich meine deine Stimme. Ah, richtig, du bist ja auch so einer. Du hörst nur auf den Klang, ne? Kriegst wohl gar nicht mit, was die Herren da so verkünden. We don't handle reality, we build reality. Das war dieses amerikanische Fossil mit dem rauen Bass. Du, an deiner Stelle würde ich hier leiser sprechen. Komm, du, er lebt doch in den 80ern. Der glaubt, der kann uns weismachen, dass ein Stück Brot gar kein Stück Brot ist, sondern eine Salatgurke. Psst, Mann, die hören mit. Okay. Dann beschränken wir uns halt eben auf das hier. Was? Ich verstehe nicht. Irgendwo hingehen? Ja, vielleicht so ein bisschen. Die haben überall Kameras. Was, meinst du, die können jetzt sehen? Hör auf, du hast kalte Hände. Ja, die werden gar nicht warm, komm. Lass uns morgen wandern gehen. Wir treffen uns um 5 in der Halle, aber nicht in diesen Stöckelschuhen. Warte. Was warte. Denn? Mach das nochmal. Kommt das 5 Uhr hin?
Ja, was? Was ist hier los? Also das ist aber nicht ganz jungfrei, was ihr macht. Hast du schon das Neueste gehört? Warte, kau ab. Sag mal, nicht woanders. Ein paar rechte Spinner planen einen Anschlag auf die Osterbäcker. Kaumi, die wollen der neuen Weltordnung den Kopf abschlagen. Warte, deine Lust auf Katastrophen ist unersättlich. Du bist aber so geil auf deine Tontechnik. Ja, hier ist angekommen, ne, Wartek? Sag mal, Wartek, weißt du was? Du bist. Doch, das bist du. Du stinkst. Am zweiten Tag spür ich sofort, hier stimmt was nicht. Im Konferenzsaal eine seltsame Anspannung. Vielleicht, weil Hirschfeld heute reden wird. Oh mein Gott, ich darf seine Rede nicht vermassen. Ja, der zweite Tag beginnt ohne Probleme. So ein super Spitzenbanker. Sauberer Scheitel, schleppende Sprechweise. Na, solche Redner liebe ich. Dann so ein Ithaka-Minister mit rollenden Konsonanten, aber ist für mich kein Problem. Ein britischer Verleger mit Pressstimme und quäkenden Vokalen, aber das war auch nur eine Frage des Filters. Aber dann taucht ein Problem auf. Ein großes Problem. Ein Weißhaariger mit roter Fliegeschlurf zum Rednerpult. Hirschfeld heißt er. Let us recall the beginnings. Erinnern wir uns an die Anfänge des Symposiums. Ein fürchterlicher Krieg lag hinter uns. Europa war am Boden. After the Marshall Plan, we agreed that. Nach dem Marshallplan waren wir uns alle einig, dass es weitere Pläne braucht. Es braucht Visionen. Es braucht weitsichtige Menschen wie Josef Rettinger, dem wir dieses Symposium verdanken. We have. Sorry. We have accomplished great things. We created NATO. Wir haben Großartiges vollbracht. Wir haben die NATO geschaffen. Wir haben die römischen Verträge entworfen. Wir haben das Bretton Woods-System installiert. Wir haben die Europäische Union geschaffen. Heute reden wir nur noch über den Erdölpreis und den Preis von Kobalt und Sojabohnen. Sorry, we speak about mortgage interest. Wir reden über Hypothekarzinsen, Mehrwertsteuersätze und Zulassungspolitik der Arzneimittelbehörde. Seien wir ehrlich, wir waren nie wirklich gute Demokraten. Wir waren stets davon überzeugt, zu wissen, was das Beste ist. Wir haben dem Volk immer misstraut. Mir scheint, es geht ihnen nur noch um ihren Reichtum. Sie wollen ihn schützen vor dem Zugriff des Staats, vor der Allgemeinheit. Wer soll uns heute noch Glauben schenken, wenn wir von Freiheit reden? Wir denken die Freiheit doch nur von oben herab. Wahlfreiheit für uns, Unterwerfungsfreiheit für die Masse. Wir